Kennst du das Problem bei der Teleportation? Nein, erzähl mal. Angenommen, es könnte ein Gerät entwickelt werden, das den Quantenzustand der Materie eines Individuums an einem Standort erfasst und dieses Schema zu einem anderen Standort zwecks Wiederaufbau überträgt, dann wäre das kein tatsächlicher Transport des Individuums, sondern es würde an Standort A zerstört werden, um es an Standort B wieder zu erschaffen. Das ist ja ein Ding. Ich persönlich ließe mich nie teletransportieren, denn der ursprüngliche Sheldon müsste in seine Bestandteile zerlegt werden, um einen neuen Sheldon zu erschaffen. Wäre der neue Sheldon eine Verbesserung gegenüber dem alten Sheldon? Nein, er wäre exakt derselbe. Das ist ein Problem. Du siehst es also auch so. Dr. Hofstetter, Dr. Cooper. Dr. Gabelhauser. Gentlemen, darf ich Sie bekannt machen mit Dennis Kim. Dennis ist ein heißbegehrter Doktorand und wir hoffen sehr, dass er hier am Institut promovieren wird. Promovieren? Sehr beeindruckend. Und er ist erst 15 Jahre alt. Nicht schlecht. Ich selbst fing mit 14 an der Uni mit Aufbaustudien an. Naja, mir ging ein Jahr verloren, als meine Familie aus Nordkorea flüchten musste. Vorteil, Kim. Ich dachte, Sie könnten Dennis das Institut zeigen, ihm vorführen, warum wir die beste Physikforschungseinrichtung des Landes sind. Nein, das sind Sie nicht. Sie verfügen weder über einen Superhochleistungsrechner noch über freie Elektronenlaser. Und die Stringforschung, die hier betrieben wird, ist in einer Sackgasse. Entschuldige mal, das ist meine Forschung und sie befindet sich nicht in einer Sackgasse. Ja, offensichtlich erkennen Sie es noch nicht, aber glauben Sie mir, das werden Sie. Dennis, das habe ich vorhin schon erklärt. Wir sind dabei, unser Equipment auf den neuesten Stand zu bringen und begrüßen Ihren Beitrag zu unseren Forschungszielen. Außerdem sehen wir darüber hinweg, wenn Sie 20% Ihrer Forschungsgelder dazu verwenden, Ihren Großvater aus Pyongyang herauszuschmuggeln. Wir wollen den jungen Mann, Freunde. Gebt euer Bestes. Ja, Sir. Sie können auf uns zählen. Wir machen das schon. Was zum Teufel meinst du mit Sackgasse? Ich meine, die ganze Landschaft falscher Vakuen in der Stringtheorie könnte von mir aus eine Größe von 10 hoch 500 haben. Und dennoch... Schokoladenmilch. Ich spüre eine große Erschütterung der Macht. Ein schlechtes Gefühl bei der Sache, ich habe. Und Dennis, wie lange bist du schon in Amerika? 1,5 Jahre. Echt wahr? Du sprichst unsere Sprache recht gut. Du auch. Abgesehen davon, dass ungewöhnlich viele deiner Sätze auf Adverbien enden. Wovon redest du da bloß? Davon. Er hat nicht ganz Unrecht. Also gut. Und das hier ist mein Büro. Gehört das mit zur Führung? Nein, auf Wiedersehen. Hör mal, Sheldon, wir haben ihm noch kaum was gezeigt. Oh, also gut, das hier ist mein Tisch, das sind meine Bücher, das ist meine Tür. Bitte mach sie hinter dir zu, auf Wiedersehen. Du arbeitest ja an der Schleifenquantengravitation. Scharf beobachtet, auf Wiedersehen. Du weißt aber, wo du dich geirrt hast? Leonard... Ja? Schaff Kim hier raus. Na komm, Dennis, ich zeig dir unser Fitnesscenter. Es gibt sogar Kraftmaschinen da. Sehe ich aus, als würde ich Gewichte stemmen? Zumindest keine schweren. Es wundert mich ein bisschen, dass du nicht die Lorentzen-Varianz mit einbezogen hast. Du denkst, ich hätte nicht dran gedacht? Du denkst wirklich, ich hätte nicht dran gedacht? Hast du daran gedacht? Schaff ihn raus, Leonard. Na komm, Dennis, ich zeig dir unser Strahlenlabor. Wow, du hast den Stevenson-Preis? Ja, und offen gesagt bin ich der Jüngste, der den Preis je gewonnen hat. Tatsächlich? Wie alt? 14,5. Du warst der Jüngste, der ihn je gewonnen hat. Als würdest du in einen gemeinen kleinen Spiegel schauen, was? Das ist echt ganz köstlich, hä? Reden geht noch nicht, ohne dass du was getrunken hast, Oh, Herzchen, du hast echt eine Panne. Hey, ich hab auch eine Panne. Ich wär's mit einer Umarmung für Howard. Gern. Raj, umarme Howard. Möchtest du was loswerden? Eine Leidensgeschichte möglicherweise? 15 Jahre alt. Dennis Kim ist 15 und schon erkennt er Fehler in meiner Arbeit. Heute begann mein Abstieg von einem Wolfgang Amadeus Mozart zu... Na, ihr wisst schon, zu diesem anderen. Antonio Salieri. Oh Gott, jetzt bist du auch schon klüger als ich. Sheldon, du hast nicht so viele Freunde, dass du es dir leisten kannst, mich zu beleidigen.
Ist was, Sheldon, dann geht's dir besser. Wozu Essen vergeuden? In Texas wird eine Kuh, deren Milch versiegt, nicht länger gefüttert, sondern sie kriegt den Gnadenschuss zwischen die Augen. Ich bin verwirrt. Heißt das, Sheldon gibt keine Milch mehr? Lass dich von dem Jungen doch nicht ärgern. Du hast gewusst, dass eines Tages jemand kommt, der jünger und klüger ist als du. Ja, aber ich nahm an, dass ich dann seit Jahrhunderten tot sein würde und dass ein Sternchen neben seinem Namen steht, weil er ein Cyborg ist. Du hast also Konkurrenz erhalten. Ich verstehe nicht, was daran so schlimm ist. Natürlich verstehst du das nicht. Du hast ja nie was Besonderes geleistet. Noch was verstehe ich auch nicht. Wie konntet ihr euch eigentlich mit Sheldon anfreunden? Wir mochten Leonard. Was hast du vor, Sheldon? Einfach aufgeben? Ja. So handelt ein vernünftiger Mensch, wenn sein ganzes Lebenswerk in Frage gestellt wird von einem postpubertären asiatischen Wunderkind. Er stellt seine fruchtlosen Bemühungen ein, er spendet seinen Körper der wissenschaftlichen Forschung und er wartet auf den Tod. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Will er wirklich warten oder will er von uns den Gnadenschuss? Hey! Hey! Ich habe entschieden, dass du recht hast. Meine Karriere ist noch nicht vorbei. Toll! Da aber meine Arbeit durch Dennis Kim als verfehlt errechnet wurde, suche ich ein anderes Gebiet, auf das ich mich stürzen kann. Toll! Mein Entschluss lautet daher, dass ich ab jetzt mit dir zusammenarbeiten werde. Toll! Woran genau arbeitest du eigentlich? Ich weiß, du redest ununterbrochen davon, aber ich habe nie aufmerksam zugehört. Okay, also zurzeit entwerfe ich ein Experiment zur Erforschung der weichen Komponente kosmischer Strahlung auf Meereshöhe, aber ich brauche wirklich keine Hilfe. Natürlich brauchst du welche. Lass mal sehen, was ist das hier in dem Schema? Ist das eine Laseranordnung? Ja. Nein. Was passiert, wenn du Argon-Laser einsetzt statt Helium-Neon? Es würde explodieren. Bist du sicher? Ziemlich sicher. Ziemlich sicher ist nicht sehr wissenschaftlich. Arbeitest du immer so, nur mit Ahnungen und einfach so auf Verdacht? Okay, Sheldon, ich verstehe ja, dass du gerade beruflich eine Krise durchmachst. Und du dir ein Gebiet suchst, auf dem du dich wieder wertvoll und produktiv fühlst. Aber ich will dir etwas sagen und möchte, dass du aufmerksam zuhörst. In Ordnung. Verschwinde wieder! Wenn du fürchtest, du müsstest deinen Ruhm mit mir teilen, kann dein Name zu... Ich bin weg. Es ist bloß die braune Papiertüte, Ma. Ich hab sie in der Hand. Sie ist leer. Wieso sollte ich mir das ausdenken? Es ist kein Schokokuchen drin. Was nützt es mir heute, wenn ich morgen dafür zwei kriege? Also, das ist das Ingenieurswesen, hm? Ich rufe nachher zurück. Die Werkstätten, wo die tapferen, angelernten Arbeitskräfte die Vision derer umsetzen, die denken und träumen. Hallo, Domestiken der Wissenschaft. Sheldon, was willst du eigentlich hier? Ich komme nur vorbei, um Hallo zu sagen. Ich arbeite seit 3 Jahren in diesem Labor, aber das hast du noch nie getan. Ach, na ja, bisher hatte ich auch Besseres zu tun. Und was machen wir denn hier Schönes? Eine bewegliche Nutzlaststützstruktur für ein europäisches Experimentalprogramm beim nächsten Space Shuttle-Flug. Wirklich? Wie funktioniert es? Wenn es fertig ist, bauen wir es in die Ladebucht ein und eine Sensorapparatur wird darauf gestellt. Aha. Es ist also ein Regal. Nein, du verstehst das nicht. Während der Beschleunigung soll es absolut horizontal bleiben, damit... Ja, es ist ein Regal. Wie ich sehe, hast du darin Titan verbaut. Hast du auch Kohlenstoff-Nanoröhrchen in Betracht gezogen? Die sind leichter, billiger, mit höherer Zugfestigkeit. Sheldon, es hängt ein Diplom in meinem Büro. Darauf steht, ich habe einen Magister in Ingenieurswissenschaft. Und du hast auch einen Zettel von deiner Mutter. Darauf steht, ich hab dich lieb, Bubbele. Keins von beiden ist ein Argument für die Überlegenheit von Titan gegenüber Nanoröhrchen. Sheldon? Ja? Verschwinde wieder! Hat Leonard dir gesagt, dass du das sagen sollst? Nein, ich bin selbst drauf gekommen. Das kann doch kein Zufall sein. Das ist vermutlich ein Kausalzusammenhang, der mir entgeht. Verschwinde wieder! Immer kurioser. Ist er hier? Wenn ja, wäre ich bereits weg. Weißt du, was war?
Er hat mir kurz bei der Arbeit zugesehen und dann eine einfache Software entwickelt, die mich ersetzen könnte. Ist das überhaupt möglich? Wie es sich gezeigt hat, ja. Wir müssen unbedingt was unternehmen, Leonard. Was denn? Er wird es nie überwinden, dass ein 15-Jähriger intelligenter ist als er und es ihm auch noch unter die Nase reibt. Was wäre, wenn dem Jungen was passiert? Dann wäre er keine Bedrohung mehr für Sheldon. Unser Problem wäre dann gelöst. Halt, halt. Redet ihr von einem Mord an Dennis Kim? Das war noch kein Nein. Ich denke, so weit müssen wir nicht gehen. Es gibt noch andere Mittel. Nach Nordkorea können wir ihn nicht zurückschicken. Er weiß, wie man rauskommt. Wir können nur daran arbeiten, dass Kim seine Ziele aus den Augen verliert. Oh nein, das klappt nicht. Er interessiert sich für nichts anderes als Physik. Was ist mit Biologie? Was? Du weißt schon, Biologie. Das Einzige, was einen brillanten Verstand aus der Fassung bringen kann. Howard, er ist 15. Ja, na und? Als ich 15 war, lernte ich Denise Palmieri kennen und mein Notendurchschnitt rutschte von 1,2 auf 5,0. Sie hat mit dir geschlafen? Nein, ich hab nur viel Zeit damit verschwendet, mir vorzustellen, wie es wäre, wenn... Oh, gut, dass ihr alle da seid. Hört mal, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir, wenn ihr eure kleinen Projekte aufgebt und euch mit mir zusammentut, innerhalb von 10 Jahren die kalte Fusion hinbekommt, 12 maximal. Wieder verschwinden? Liegt's etwa an mir? Oh, hey, was gibt's? Wir suchen eine heiße 15-jährige Asiatin, die auf Streber steht. Was? Howard, das ist rassistisch. Jede 15-Jährige kann dafür herhalten. Es wäre möglich, dass sie uns missverstanden hat. Dr. Cooper? Oh, stören wir bei etwas? Nein, nein, bitte kommen Sie rein. Ja, ich glaube, das wird Sie umhauen. Das ist hochinteressant. Woran arbeiten Sie? An etwas Bemerkenswertem. Da sich meine Aussichten auf den Nobelpreis in Physik zerschlagen haben, vielen Dank nochmals, habe ich beschlossen, mich einer neuen Sache zu widmen und nutze meine Sozialkompetenz, um den Friedensnobelpreis zu erringen. Also, ich bin in der Lage, die Nahostkrise zu lösen, indem ich eine exakte Kopie von Jerusalem in der mexikanischen Wüste errichte. Und wozu das? So wird es schon in der Bibel berichtet. Moses rief und alle kamen. Wer wird kommen? Das israelische Volk. Wenn es aber nicht kommt? Wir machen das schon und geben ein Festmahl. Okay, gut. Apropos Festmahl, wir veranstalten heute eine kleine Begrüßungsparty für Mr. Kim, der sich für unsere Universität entschieden hat. Oh, das war doch klar. Das Orakel hat uns gesagt, dass der kleine Neo auserwählt ist. Du erkennst doch die Matrix, okay, oder? Okay, also offensichtlich sind Sie sehr beschäftigt mit Ihrem, kommen Sie, Dennis. Sie müssen das Dr. Cooper nachsehen. Er steht in letzter Zeit etwas unter, er ist verrückt. Ich verstehe Ihre Einwände wirklich nicht, Dr. Goldfarb. Wieso halten Sie die Sonora-Wüste nicht für das perfekte gelobte Land? Verschwinden Sie. Wir nennen es auch Nuevo Jerusalem. Bitte verschwinden Sie wieder. Sagt der Pharao zu Moses. Wieso sind so viele junge Mädchen hier? Heute ist der Mädchen-Zukunftstag. Wirklich? War mir gar nicht bekannt. Doch ja, es wurde offiziell an einige Schulen eine Einladung verschickt für wissenschaftlich interessierte Schülerinnen zwischen 14 und 16 Jahren. Gut gerettet. Danke. Da kommt ja der Mann der Stunde. Okay, also wir hätten nun unser sozial unbeholfenes Genie in einem Raum attraktiver Mädchen im passenden Alter. Er braucht nur noch auf eins aufmerksam zu werden. Sieht noch einer die Schwachstelle in dem Plan? Wir brauchen einen sozialen Katalysator. Welchen denn? Wir können keine 15-Jährige unter Alkohol setzen. Oder etwa... Nein, das können wir nicht. Ich glaube, du meinst nicht, wir können nicht, sondern wir dürfen nicht. Hey, Howard, du bist doch Jude. Wenn es eine zweite Klagemauer gäbe, genauso wie die in Jerusalem, nur in der Nähe von Taco-Ständen und Mariachi-Bands mit Sombreros, wäre es dir dann noch möglich, davor zu klagen? Okay, es liegt eindeutig an mir.
Na gut, wir können nicht auf den Zufall hoffen. Wir suchen ihm eine aus und sehen zu, dass sie schnell auf Dennis trifft. Geht klar. Wie wär's mit der? Ich kenne den Typ. Cheerleader, Schülervertretung. Geht mit den Sportlern aus, sieht die aus dem Begabtenprogramm nicht mal an. Und wenn sie nach zweijährigem Betteln doch mal mit dir ausgeht, stellt sich das als miese Tour raus und du sitzt ohne Hose im Wagen deiner Mutter. Das ganze Footballteam lacht dich aus. Weinst du? Nein, es ist nur eine Allergie. Ach so. Okay. Oh hey, wie wär's mit dir? Na klar. Wenn du ein paar Jahre damit verbringen willst, ihre Hausaufgaben zu machen, während sie sich mit anderen Jungs auf Partys Cocktails reinzieht. Und dann hältst du ihren Kopf über der Toilette, während sie kotzt und dir sagt, sie wünscht sich, es wären mehr Jungs, so wie du. Und dann geht sie aufs College, weil du ihren Bewerbungsaufsatz verfasst hast und wenn du sie am Wochenende besuchen gehst, tut sie so, als kenne sie dich nicht. Okay, die also auch nicht. Oh, was ist mit der? Interessant. Ziemlich attraktiv. Etwas pummelig, daher bestimmt null Selbstbewusstsein. Dann ist sie die Richtige. Einer von uns muss mit ihr reden. Ich kann das nicht. Geh du zu ihr. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie man sowas anfängt. Howard, rede du mit ihr. Ich weiß nicht. Sie wird nie mit dem Kleinen reden, wenn sie erst das hier kennt. Also in Indien wäre es einfacher. 5 Minuten mit jedem Dad, 20 Siegen, ein Laptop und es wäre klar. Aber wir sind nicht in Indien. Gut, dann machen wir es eben auf deine Weise. Wir besorgen ihr eine Wohnung gleich gegenüber von Dennis, dann kann er ihr monatelang jämmerlich hinterher schmachten. Das war jetzt unangebracht. Du hast angefangen. Darf ich um Ihre aller Aufmerksamkeit bitten? Es führt uns ein wunderbarer Anlass heute hierher. Und glücklicherweise fällt er mit dem Mädchen Zukunftstag zusammen. Wir heißen herzlich willkommen Mr. Dennis Kim in unserer kleinen Familie. Willkommen, Dennis Kim. Mr. Kim war nicht nur Jahrgangsbester an der Stanford-Universität, er ist auch noch der jüngste Empfänger des überaus renommierten Stevenson-Preises. Der jüngste, bis die Cyborg den Laden übernehmen. Und nun, ohne weitere Vorrede, erlaube ich mir, Ihnen den Mann der Stunde vorzustellen, Mr. Dennis Kim. Dennis? Dennis! Was ist? Erweisen Sie uns die Ehre und erzählen Sie uns von Ihrer kommenden Forschung? Nicht jetzt. Ich gehe spazieren mit Emma. Ja, aber... Der Kleine hat sich eine geangelt. Echt unglaublich. Hat jemand gesehen, wie er das geschafft hat? Was? Keine Sorge, ich erledige das. Ladies and Gentlemen, Mädels der Zukunft... Da Mr. Kim Opfer seiner Jugend und Naivität wurde und unerklärlicherweise Bedürfnisse nach menschlichem Kontakt entwickelt hat, lassen Sie mich Ihnen versichern, dass ich meine Forschung hier ungestört weiterführen werde und dass soziale Bindungen mir rätselhaft bleiben und mich weiterhin abstoßen werden. Danke sehr. Er ist wieder da. Ja, die Mission war erfolgreich. Vergiss die Mission. Wie hat die kleine Ratte das allein schaffen können? Die Zeiten haben sich geändert, seit wir jung waren. Intelligenz ist heute sexy. Wieso gehen wir dann abends allein nach Hause? Wir sind immer noch intelligent. Vielleicht so intelligent. So intelligent, dass es abschreckt. Ja, das wird es sein. Ja. Unglaublich. Komponenten, die ich gebaut habe, stecken in der internationalen Raumstation. Und ich kriege einen Strafzettel, weil ich eine Rakete im Park gestartet habe. Der Strafzettel war ja dafür, dass die Polizistin deinen Spruch unangebracht fand. Filzen Sie mich, ich habe noch eine weitere Rakete in meiner Hose. Hey, seht mal da. Das ist Dennis Kim. Nicht wiederzuerkennen, was hat er wohl durchgemacht? Es tut mir irgendwie leid, was wir ihm angetan haben. Ja, wir haben ihm wirklich das Leben versaut. Vergesst ihn bloß, er war schwach. Weitere Einzelheiten über den neuen Star Trek-Film. Anscheinend gibt es eine Szene über Spocks Geburt. Ich wäre mehr an einer Szene interessiert über Spocks Zeugung. Also bitte, für Vulkanier ist die Paarung, oder wie es heißt, das Ponfar,
von überaus privater Natur. Dennoch wären die Details interessant. Seine Mutter war ein Mensch, sein Vater Vulkanier, das war nicht so einfach. Vielleicht mussten sie in eine Klinik. Stellt euch mal Spock's Dad vor, in einem kleinen Raum mit einem Exemplar von spitze Ohren und scharfe Ärsche. Sind bei Star Trek alle Lebensformen gleich gebaut? Oder verlangte je eine Außerirdische von Captain Kirk, hey, sieh dein Ding aus meiner Nase? Hi, könnt ihr mir helfen? Ich schreibe gerade eine E-Mail und die A-Taste hängt fest. Es geht nur noch Ah! Was hast du da drüber geschüttet? Gar nichts. Diät-Cola. Und Joghurt. Ein bisschen Nagellack. Ich sieh's mir mal an. Gentlemen, das Neueste von den örtlichen Nerd-Nachrichten. Fishman, Shen, Chaudhry und McNear nehmen dieses Jahr nicht am Uni-Physiker-Wettbewerb teil. Echt wahr? Wieso nicht? Sie haben eine A-Cappella-Boygroup gegründet und treten bei Shopping-Mall-Eröffnungen auf. Wow, dann seid ihr ja in eurer Welt. Sowas wie die coolen Jungs. Du hast uns enttarnt. Hey, dann wird das unser Jahr. Wenn die Jungs nicht antreten, wird die ganze Physiker-Gilde vor Sort niederknien. Sort? Ein kryptonischer Verbrecher, lange Geschichte. Gute Geschichte. Ohne mich. Was? Wieso nicht? Ich verschwende doch meine Intelligenz nicht in einem reizlosen Wettbewerb. Würdest du Picasso bitten, nach Zahlen zu malen? Oder Mozart bitten, Klingeltöne zu komponieren? Oder Jacques Cousteau bitten, das Angelspiel zu spielen? Hör mal, es dürfen nur 4-Personen-Teams teilnehmen, das würde passen. Wenn es nach der Anzahl ginge, müssten wir auch Bridge spielen oder bei den Olympischen Spielen im Viererbob-Wettbewerb mitmachen. Ach, da würde ich gern dabei sein. Sheldon, was soll das? Muss ich erst Spocks letzte Worte für dich zitieren? Nein, nicht. Die Bedürfnisse vieler sind wichtiger als die Bedürfnisse weniger. Oder eines Einzelnen. Verdammt, ich mache es. Also, erster Tagesordnungspunkt zum Wettbewerb. Die Wahl eines echt fetzigen Namens für das Team. Vorschläge? Wie wär's mit Perpetuum Mobile Schwadron? Es sprengt die Grenzen der Physik und ist ein kleiner Hinweis für die Ladies. Inwiefern das? Perpetuum Mobile Schwadron, wir können die ganze Nacht. Finde ich gut. Ich weiß nicht. Die Teams benennen sich traditionell nach wilden Kreaturen, wodurch dem Gegner Angst eingejagt werden soll. Dann nennen wir uns die bengalischen Tiger. Ist mir zu schwach. Gemessen am Körpergewicht übertrifft kein Tier die relative Kampfkraft der Amazonenameise. Mag wohl sein, aber du kannst einen Bengaltiger nicht mit einer Lupe versengen. Dann können wir ja abstimmen. Alle, die dafür Antrag sind... Antrag zum Ablauf. Ich beantrage, dass die Abstimmung über den Namen einstimmig sein muss. Niemand sollte gezwungen sein, auf seiner Brust einen Bengaltiger zu tragen, während vernünftigerweise die Amazonenameise dorthin gehört. Lässt der Gentleman von der Verweigerungspartei eine Zwischenfrage zu? Ich lasse sie zu. Beabsichtigt der Herr, wenn wir uns einer Reihe entnervender Abstimmung gestellt haben, die der Gentleman allesamt verliert, seinen Rücktritt zu verkünden, wenn er seinen Willen nicht bekommt? Das wird er. Ich stimme für die Amazonenameise. Sonst noch wer... Guten Tag und willkommen zur heutigen Probespielrunde für den Physikerwettbewerb. Ich bin Penny und moderiere heute, weil ich offensichtlich nichts anderes zu tun habe an diesem Samstagnachmittag, was so gesehen schon recht traurig ist. Gentlemen, sind Sie soweit? Natürlich. Aber klar doch. Es mag eine blöde Frage sein, aber wenn einer von euch nicht vor Frauen sprechen kann, ist das nicht hinderlich? Oh, das klappt schon, sobald die Frauen in der Menge untergehen. Er hat nur ein Problem, wenn eine Frau allein ist und gut duftet. Oh, danke, Raj. Das ist Vanilla Oil. Ich war es eigentlich, der das bemerkt hat. Aber gut, fangen wir an. Okay, die erste Frage ist aus dem Gebiet der Optik. Wie lang war der kürzeste je erzeugte Lichtimpuls? Dr. Cooper. Und die Antwort lautet natürlich 130 Attosekunden. Das ist korrekt. Habe ich auch gewusst. Schön für dich, Schätzchen. Okay, nächste Frage. Wie heißt der quantenmechanische Effekt für die Kodierung der Daten auf Festplattenlaufwerken? Howard? Und die Antwort lautet natürlich der Riesenmagnetwiderstand. Richtig. Hey, ich habe zuerst gedrückt. Und ich habe geantwortet, das ist Teamwork. Findest du nicht, ich sollte hier die technischen Fragen beantworten? Ich bin hier der Ingenieur. Nach dieser Logik müsste ich alle anthropologischen Fragen beantworten, weil ich ein Mensch bin. Stell einfach die nächste Frage. Okay. Durch welchen Satelliten wurde der von Einstein vorausgesagte Lense-Thiering-Effekt nachgewiesen? Und das war natürlich Gravity Probe B. Sheldon, lass doch auch mal einen von uns antworten. Wieso? Weil es sich nun mal so gehört. Was hat das Benehmen mit der Sache zu tun? Das ist Krieg. Haben sich die Römer benommen, als sie das Land der Karthager mit Salz bestreuten, um es zu verwüsten?
Lena, du hast gesagt, ich bräuchte nur Fragen zu stellen. Unbestrittenes Ziel des Wettbewerbs ist es, korrekt zu antworten. Wenn ich die Antwort weiß, kann ich sie jedoch geben. Aber jemand von uns weiß vielleicht auch die richtige Antwort. Doch, bitte, du hast ja nicht meinen Doktortitel. So, das war's. Howard, setz dich hin. Am besten machen wir eine kurze Pause. Gute Idee, ich brauche meine Handgelenkbandage. Das viele Knöpfe drücken verschlimmert meine alte Nintendo-Verletzung. Finde ich auch. Was hat er gesagt? Er vergleicht Sheldon mit einem, etwa handtellergroßen Textilstück, das man zum Einseifen des Körpers benutzt. Ja, und das ist noch viel zu harmlos. Leonard, ausgezeichnet. Ich möchte dir was zeigen. Kann das warten? Wir müssen uns unterhalten. Sieh dir das an. Ich habe die perfekten Uniformen für unser Team entworfen. Die Farben basieren auf Star Trek, die Originalserie. Ihr drei bekommt Mannschaftsrot und ich trage Kommando Gold. Wieso steht da AA drauf? Amazonenameisen. Führt das nicht zu Irritation? AA bedeutet für die meisten etwas vollkommen anderes. Welcher Physiker käme dabei schon auf anodisiertes Aluminium? Nein, ich meinte... Ach, macht nichts. Hey, eine Sache noch. Ich hab für dich eine Batman-Keksdose. Oh, herrlich. Und aus welchem Anlass? Naja, du bist ein Freund und du magst Batman und Kekse und du bist nicht mehr im Team. Was? Howard, Ratsch und ich hatten gerade ein Team-Meeting. Das kann nicht sein. Doch, natürlich, ich komme gerade von da. Okay, ich weiß zwar nicht, wo du gerade herkommst, aber es war kein Team-Meeting, denn ich bin auch im Team und ich war nicht dabei. Ergo war es auch kein Team-Meeting. Okay, ich versuch's dann mal so zu sagen. Ich hatte einen kleinen Kaffeeklatsch mit ein paar Freunden und eins ergab so das andere und das Endresultat lautet, du gehörst nicht länger zum Team. Wieso nicht? Weil du uns an der ganzen Sache den Spaß verdirbst. Also bitte entschuldige, ist der Gewinner des Wettbewerbs das Team, das am meisten Spaß hat? Okay, ich versuch's doch mal so zu sagen. Du nervst und keiner hat mehr Lust, mit dir zu spielen. Ich verstehe. Wow. Ich glaube, dann sollte ich dich jetzt darüber informieren, dass ich vorhabe, mein eigenes Team zu formieren und zugleich die molekulare Bindung sprenge, die eure Materie zusammenhält, weshalb ihr Zähne klappernd und heulend als Verlierer dastehen werdet. Danke für die Vorwarnung. Keine Ursache. Eins wäre dann noch... Ja? Ihr könnt einpacken. Wen hat er denn nun in seinem Team? Das will er nicht sagen. Er lächelt bloß und isst Haferplätzchen aus einer Bagdose. Er versucht psychologische Kriegsführung. Wir geben es ihm genauso zurück. Also, wir warten, bis er uns anzieht. Dann lachen wir wie, ja, du bist ein cleverer und starker Widersacher, aber wir sind ebenso clever und stark und haben eine reelle Chance, sich zu besiegen. Und wie sollte sich dieses Lachen anhören? Das klingt mehr so, als wären wir eine große, dünn gewachsene Frau, die sich einen Mantel aus einem Dalmatiner nähen will. Leute, vergessen wir dabei nicht, dass Sheldon noch unser Freund und mein Mitbewohner ist. Und? Nichts und machen wir ihn fertig. Gentlemen. Also, wir brauchen einen starken vierten Mann fürs Team. Wisst ihr, wer ziemlich intelligent ist? Jodie Foster, die Schauspielerin. Sie hat einen Doktor in Literaturwissenschaft. Raj, wir können doch nicht Jodie Foster in unser Physiker-Wettstreit-Team holen. Wie wär's mit Emma Watson? Gentlemen, ich glaube, ich sehe dort die Lösung für all unsere Probleme. Wir können Leslie Winkle nicht fragen. Wieso? Bloß weil sie mit dir im Bett war und dich dann weggeworfen hat wie die Pilzsoße von gestern? Ja. Manchmal muss man sich für das Team opfern. Ja, kneif nicht den Schwanz ein. Na schön. Ich gehe ja schon und bringe ein Opfer für das Team. Mein Stolz. Hey, Leslie. Hi, Leute. Ja, Leslie, ich hätte da eine Frage an dich und es ist vielleicht ein bisschen peinlich. Du weißt schon, weil ich doch... Überspring das.
Leonard, ich wüsste keinen Grund, sich dafür zu schämen, dass wir unsere verzerrten Gesichter und verrenkten, nackten Körper während der süßen Qualen des Koitus gesehen haben. Ehrlich nicht? Denn irgendwie kam es mir so vor, als müsste ich das. Ich versichere dir, dass alle Aspekte unserer sexuellen Beziehung bezüglich deiner Präferenzen, deiner Idiosynkrasien und deinem Stehvermögen durch die Diskretion geschützt sind, die dem Schlafzimmer inhärent ist. Das ist alles sehr beruhigend, aber wenn du gestattest, würde ich dir jetzt gerne meine Frage stellen. Nur zu. Wir gehen zum Physikerwettstreit und suchen noch eine vierte Person für unser Team. Tut mir leid, ich bin mitten in meiner Forschung zur Symmetrie gleichgeladener Dileptonen. Dilepton hin, Lepton her, wir brauchen dich. Es geht nicht. Ja, es war ein Versuch. Dann treten wir gegen Sheldon eben Mann und Mann und Mann gegen Mann an. Wartet, heißt das euer Team gegen Sheldon Cooper? Ja. Diesen arroganten, frauenfeindlichen, osttexanischen Eierkopf, der mir ernsthaft empfohlen hat, ich soll meine Hochenergieforschung aufgeben zugunsten von Wäschewaschen und Kindergebären? Geschafft. Und? Wie fühlt ihr euch? Alles locker? Seid ihr geschmeidig? Euer Pokerface aufgesetzt? Seid ihr soweit? Ja. Du musst nicht bleiben, wenn du nicht willst. Oh doch, ich will ja. Ich finde das wirklich interessant. Okay. Gentlemen. Sheldon. 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 Ich glaube, ich setze mich. Ach, das ist also dein Team. Eigentlich brauche ich kein Team. Ich kann euch jederzeit ganz allein in der Luft zerreißen. Aber die Regeln verlangen ein Viererteam. Darf ich mal vorstellen? Der Hausmeister des Instituts, die Dame aus der Mensa und, mein Spanisch ist noch nicht gut genug, entweder ihr Sohn oder ihr Fleischer. Und was ist mit eurem Team? Welche Ratte habt ihr noch rekrutiert für euer sinkendes Schiff? Hallo, Sheldon. Leslie Winkle? Ja, Leslie Winkle. Die Antwort auf die Frage, wer brachte Sheldon dazu, wie ein kleines Kind zu flennen? Ja? Gut, ich bin polymerisierter Baumsaft und du bist ein anorganischer Klebstoff. Also, welch verbales Geschoss du auch immer auf mich abfeuerst, es prallt von mir ab, kehrt auf seiner Flugbahn zurück und klebt an dir. Oh, ouch. So, wenn Sie dann bitte Ihre Plätze einnehmen würden. Hier ist dein T-Shirt. PMS? Ein paar Tage zu früh, aber... Nein. Es steht für Perpetuum Mobile Schwadron. Ach, natürlich. An was habe ich nur gedacht? Guten Tag und willkommen zu unserem jährlichen Wettbewerb, dem Physiker Bowl. Am heutigen Finalspiel nehmen zwei hervorragende Teams teil. AA gegen... PMS. Die ganze Nacht lang, Ladies. Okay, wir wollen beginnen. Erste Frage für 10 Punkte. Welches ist der Isospin-Singulett-Partner unseres P0-Mesons? PMS? Das Eta-Meson. Richtig. Formeller Protest. Aus welchem Grund? Der Klettverschluss meiner Bandage hatte sich verhakt. Abgelehnt. Nächste Frage für 10 Punkte. Welches ist das leichteste Element der Erde ohne stabiles Isotop? AA. Und natürlich lautet die Antwort Technetium. Hervorragend. Nächste Frage. Wie heißt die Kraft zwischen zwei ladungsfreien Platten unter dem Einfluss der Quantenvakuumfluktuation? PMS. Und Sheldon, zieh dir das rein, der Casimir-Effekt. Richtig. Wie faktorisiert ein Quantencomputer große Zahlenkomplexe? PMS? Shor-Algorithmus. Genau. 4,1885 mal 10 hoch 7 Einheiten pro Kalorie. Prevostsche Austauschtheorie. Lambda gleich 1 durch Pi mal R Quadrat mal N. 760 Grad Celsius, die ungefähre Temperatur der jungen Dame in der ersten Reihe. Mr. Wolowitz, die zweite Verwarnung. Ein Sigma-Teilchen. Ja, vorausgesetzt, der hypothetische Planet hat eine größere Masse als die Erde. Korrekt. Ladies and Gentlemen, ich halte hier in meiner Hand die letzte Frage. Der Punktestand beträgt AA 1150, PMS
1175. Es geht um 100 Punkte und damit um den Sieg. Bitte richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Formel, die Sie hier sehen. Lösen Sie die Gleichung. Heiliger Kuhmist. Was soll denn das sein? Sieht aus, als hätten Sie das in diesem UFO bei Roswell gefunden. Kommt schon, denkt nach. Leslie! Leonard, das wird nichts, wenn du mich bedrängst. Du musst mir Zeit lassen. Willst du mir das für alle Zeiten vorwerfen? 10 Sekunden. PMS? Kleine Panikreaktion. Dann rate. 8. Komma 4. Tut mir leid, das ist nicht richtig. AA, wenn Sie richtig antworten, gehört der Sieg Ihnen. Er weiß es nicht. Er hat keinen Schimmer. AA, ich brauche Ihre Antwort. Die Antwort lautet minus 8 mal Pi Alpha. Halt nicht! Warten Sie, das ist nicht unsere Antwort. Was soll denn das werden? Ich antworte auf Frage, wir gewinnen, Physiker Ball. Was verstehen Sie denn schon von Physik? Hier, ich bin Hausmeister in früherer Sowjetunion, war ich mal Physiker. Leningrad, Polytechnikum. Bistro, Bistro, Zenit. Das ist eine entzückende kleine Geschichte, aber unsere Vereinbarung besagt, dass Sie hier sitzen und schweigen und ich auf die Fragen antworte. Sie haben auf die Frage nicht geantwortet. Hey, hören Sie, Sie haben ja jetzt vielleicht eine Demokratie in Ihrem geliebten Russland, aber in diesem Physikerteam regiere ich mit eiserner Faust. Au! AA, ich warte auf Ihre offizielle Antwort. Es ist nicht das, was er gesagt hat. Was denn sonst? Ich will eine andere Frage. Es gibt keine neue Frage. Formeller Protest. Abgelehnt. Informeller Protest. Geht auch nicht. Ich will Ihre offizielle Antwort. Nein, ich lehne es ab, eine zu geben. Tja, das ist aber schade, denn die Antwort Ihres Teamkollegen war korrekt. Das ist einzig und allein Ihre Meinung. Also gut, der Gewinner des Wettkampfes ist... Sekunde noch! Sheldon, bist du wirklich so sehr davon überzeugt, dass du intelligenter als alle anderen bist, dass du lieber als Einzelkämpfer verlierst, als im Team zu gewinnen? Ich verstehe diese Frage nicht. Weiter. Der Gewinner ist PMS. Tut mir leid, da sitzt schon jemand. Wer? Mein Physiker-Bowl-Pokal. Dieser Pokal ist bedeutungslos. Ich habe zurückgezogen, deswegen hast du nicht gewonnen. Ich kenne jemanden, der das aber anders sieht. Wen? Mein Physiker-Bowl-Pokal. Lennart ist einfach der Beste. Wer ist Sheldon? Das ist wirklich sehr kindisch von dir. Du hast recht, tut mir leid. Aber mir nicht. Okay, neuer Wettstreit. Was hast du vor? Ich möchte jetzt ein für alle Mal klären, wer hier der klügste Kopf ist. Okay? Startklar? Absolut. Fang ruhig an. Gut. Marsha, Jen und Cindy sind 3 Schwestern und gehören zu welcher Fernsehfamilie? Zur Brady-Familie. Na gut. Sammy Hagar ersetzte David Lee Roth als Leadsänger in welcher Gruppe? Die Brady-Familie? Van Halen. Okay, mit wem war Madonna in erster Ehe verheiratet? Oh Mann, Sean Penn! Woher weißt du diese Sachen? Ich gehe hin und wieder vor die Tür und unterhalte mich mit Menschen. Okay, die nächste. Welcher Schauspieler hält den Rekord des People Magazine für den sexiest man alive? William Shatner. Warte. Ich denke nicht, dass es Shatner ist. Dann kann es bloß Patrick Stewart sein. Nein. Formeller Protest. Na gut, diese Sängerin sang Oops, I did it again. Okay. Tweety, das Vögelchen, dachte, er sieht eine was? Eine Romulanerin. Ja, er dachte, er sieht eine Romulanerin. Ach.
Dieses Sandwich ist ein absolutes Desaster. Ich wollte Truthahn und Roastbeef mit Salat und Käse auf Weizenvollkorn haben. Und was ist das da? Truthahn und Roastbeef mit Käse und Salat auf Weizenvollkorn. Es geht nicht um die Zutaten, auf die Reihenfolge kommt es an. In einem einwandfreien Sandwich liegt der Käse direkt auf dem Brot, als Feuchtigkeitsbarriere gegen den Salat. Warum haben Sie es nicht gleich durch eine Waschstraße gejagt? Das glaube ich ja nicht. Genau, das ist Kochkunst für Anfänger. Jemand versteigert tatsächlich eine Miniaturzeitmaschine aus dem Originalfilm und keiner bietet dafür. Eine Zeitmaschine aus dem Film Die Zeitmaschine? Nein, eine Zeitmaschine aus dem letzten Bond. Eine Zeitmaschine hätte James Bond in dem Film gut brauchen können. Kennt ihr den echt hart? Das ist ja cool. Die kostet nur $800? Ja, und das ist mein Gebot. Du bietest $800? Das war eine plötzliche Eingebung. Ich dachte, sie würde für Tausende weggehen und ich wollte einmal bei sowas dabei sein. In 30 Sekunden ist die Auktion beendet. Hast du denn $800? Nicht, um sie dafür aus dem Fenster zu werfen. Entspann dich, das ist die übliche Vorgehensweise vieler Bieter. Sie warten bis zur letzten Sekunde und schnappen dann zu. 15 Sekunden. Kommt schon, Zuschnapper. 10, 9, 8. Wo sind deine Zuschnapper? 5. Schnapp zu. 4. Schnapp zu. 3. Schnapp zu. 2. Schnapp zu. 1. Oh. Ja, gratuliere. Du bist stolzer Besitzer einer Miniaturzeitmaschine. Du Glückskind. Komisch, dass sonst keiner geboten hat. Das ist doch der Traum aller begeisterungsfähigen Science-Fiction-Filmfans. Ja, ich weiß. Ich kann sie mir nur nicht leisten. Warum teilen wir sie uns nicht? Wir zahlen alle $200, dann kann jeder von uns sie mal haben. Eine Teilzeit-Zeitmaschine. Ich bin dabei, Sheldon. Da fragst du noch? Ich verstehe nicht, wieso es keine Gebote gab. Jetzt verstehe ich, wieso es keine Gebote gab. Stand wirklich in der Beschreibung Miniatur? Das war nur eine Vermutung. Wer würde denn eine ausgewachsene Zeitmaschine für nur 800 verkaufen? In einem Mengendiagramm wäre das ein Individuum, das sich in folgender Schnittmenge befindet, will meine Zeitmaschine nicht mehr und brauche $800. Also, ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist umwerfend. Selbst mit Versand sind das keine $4 pro Pfund. Schrimps kosten 12,50. Und wie kriegen wir sie nach oben? Wenn wir die Schüssel abnehmen, passt sie vielleicht in den Aufzug. Ja, und warum gehen wir wohl seit 2 Jahren zu Fuß? Da du es gerade erwähnst, sollten wir deswegen nicht vielleicht mal jemanden anrufen? Das ist nicht nötig. Ich habe ein Master in Ingenieurwesen. Ich repariere regelmäßig Satelliten, die weit entfernt sind. Außerdem berechne ich die Nutzlast von Space Shuttles. Als der Mars Rover plötzlich nach links zog, habe ich das korrigiert. Und zwar aus einer Entfernung von 220 Millionen Kilometern. Nein, der ist absolut hinüber. Macht schon, Jungs, schiebt! Wenn ich noch stärker schiebe, bringe ich gleich meinen Dickdarm zur Welt! Ich spüre meine Finger nicht mehr, beeilt euch! Der Arbeitsaufwand bleibt gleich, egal wie schnell man arbeitet. Grundlagen der Physik! Sheldon? Ja? Sollten meine Finger je wieder funktionieren, weiß ich, was ich mit dem mittleren mache. Oh, hey Jungs! Hi, Penny! Ah! Kurzes Päuschen! Was macht ihr da? Naja, also, wir bringen da was in unsere Wohnung. Und was genau? Ach, eine Zeitmaschine. Ah ja, sehr nett, aber ich muss jetzt zur Arbeit gehen, also... Gib uns ein paar Minuten, ja? Die habe ich nicht, ich bin wirklich spät dran. Da habe ich eine einfache Lösung. Geh rauf aufs Dach, spring auf das nächste Gebäude, da ist nur ein schmaler Spalt, sieh nicht nach unten, wenn der leicht schwindelig wird, und nimm dort die Treppe. Das ist ein Scherz, oder? Nein, ich finde Schwindelgefühle gar nicht lustig. Ach, verdammt. Okay, dann gehe ich darauf. Hey, wenn du wartest, bis die Zeitmaschine aufgebaut ist, dann bringe ich dich zur Arbeit, und zwar gestern. Zeitreisewitz. Nein, vergiss es. Also, wenn du mich fragst, das war ziemlich witzig. Sei einfach still. Kann's weitergehen? Augenblick noch. Howard muss dir mal kurz zum Rennen raus. Was ihr euch immer für Sorgen macht, sie ist doch wie geschaffen für diesen Raum.
Ja, das ist mit Abstand das coolste Gerät, das ich je hatte. Diese Zeitmaschine beförderte Rod Taylor aus dem viktorianischen England in die postapokalyptische Zukunft, in der die Gesellschaft in zwei Lager gespalten war. Die unterirdisch lebenden Morlocks und die sanftmütig auf der Oberfläche lebenden Eloy, deren Fleisch sie aßen. Die Bräute werden darauf abfahren, sag ich euch. Oh ja, der Kerl, der neben mir wohnt, erzählt ständig, ich habe einen Whirlpool auf meinem Balkon, ich habe einen Whirlpool auf meinem Balkon. Aber nächstes Mal sage ich ihm, ich habe eine Zeitmaschine auf meinem Balkon. Stoff dir das in deine Badehose, Whirlpool Bob. Gentlemen, wir sind uns sicher einig darin, dass ihr aus praktischen Gründen entgegen unserem ursprünglichen Plan hierbleiben sollte. Das geht nicht, was soll ich zu meinem Date sagen? Kommst du noch mit rein, dir meine Zeitmaschine ansehen? Sie steht bei meinem Freund zu Hause, wie bescheuert ist das denn? Das stimmt leider. Gut, offensichtlich brauchen wir ein paar Grundregeln. Zusätzlich zu keine Schuhe in der Zeitmaschine und kein Essen in der Zeitmaschine schlage ich vor permanentes Tragen von langen Hosen in der Zeitmaschine. Das unterstütze ich. Ich würde ein Handtuch drunter legen. Sie soll aber auf meinen Balkon. Wir wechseln zweimal monatlich alle zwei Monate. Ja, das klingt fair. Moment mal, das war mir zu doppeldeutig formuliert. Meinst du zweimal im Monat oder alle zwei Monate? Zweimal im Monat. Dann nein. Okay, alle zwei Monate. Nein. Sheldon, sei bitte nicht so egoistisch. Wir haben sie gemeinsam bezahlt, also gehört sie uns allen. Und jetzt weckt er, ich will mich in meine Zeitmaschine setzen. Okay. Zu Beginn stelle ich den 10. März 1876 ein. Gute Wahl. Alexander Graham Bell erfindet das Telefon und ruft Dr. Watson zu. Warte mal, dahin wollte ich auch reisen. Erst, wenn du dran bist. Wenn wir alle diesen Zeitpunkt wählen, wird es in Bells Labor ziemlich eng sein. Dann weiß er, dass was nicht stimmt. Und da die Zeitmaschine nicht durch den Raum reist, landest du 1876 in Pasadena. Selbst wenn du in Boston ankommst, klopfst du dann an und sagst zu Mrs. Bell, hey Mrs. Bell, ich bin ein großer Fan ihres Mannes, darf ich bei der Erfindung des Telefons zusehen? Mrs. Bell war taub, sie kann deinen Klopfen nicht hören. Ich habe die Lösung. Zuerst reist du in die Zukunft und besorgst dir eine Tarnvorrichtung. Wie weit in die Zukunft? Wenn ich mich recht entsinne, stiehlt Captain Kirk den Romulanern eine Tarnvorrichtung bei Sternzeit 5027,3. Das entspräche exakt dem 10. Januar 2328. Okay, ich gebe also den 10. Januar 2328 ein. Und los geht's in die Zukunft. Das war lustig. Jetzt ich. Okay, erstens, dein angeblicher Spalt war fast einen Meter breit. Ich bin ausgerutscht und hab mir das Knie angeschlagen. Geht's dir gut? Zweitens, die Tür zum Treppenhaus des anderen Gebäudes war verschlossen. Also nahm ich die Feuerleiter, die im vierten Stock endet. Dort stieg ich durch ein Fenster zu einer reizenden armenischen Familie ein, die mich gleich zum Mittagessen da behielt. Das klingt doch annehmbar. Es waren 8 Gänge Lammfleisch und sie wollten mich mit ihrem Sohn verheiraten. Tut mir leid. Noch nicht. Als ich endlich bei der Arbeit ankam, war schon Ersatz für mich da. Ja, so sieht's aus. Ich habe meinen Lohn von einem ganzen Tag verloren, wegen dieser... Zeitmaschine. Willst du sie auch mal ausprobieren? Nein! Das will ich nicht. Mein Gott, ihr seid erwachsene Männer. Wie könnt ihr euer Leben mit diesem albernen Spielzeug verschwenden? Und diesen Kostümen und diesen Comics und dieser... Ich wiederhole, Zeitmaschine. Oh, bitte, das ist doch keine Zeitmaschine. Mit so einem Ding würde Elton John vielleicht durch die Everglades fahren. Sie bewegt sich nur durch die Zeit. Sie wäre völlig nutzlos in dieser Sumpflandschaft. Bedauernswert, ihr seid alle absolut bedauernswert. Ich bin dran. Leonard, es ist 2 Uhr morgens. Na und?
Ich bin jetzt dran. Wieso hast du sie auf vorgestern eingestellt? Weil ich mich davon abhalten will, mir eine Zeitmaschine anzuschaffen. Das geht nicht. Wenn du das tätest, stünde sie dir jetzt nicht zur Verfügung, um zurückzureisen. Also könntest du dich auch nicht davon abhalten, sie zu kaufen. Ergo hättest du sie immer noch. Klassischer Anfängerfehler, kann passieren. Kann ich zurückreisen und dich davon abhalten, mir diese Predigt zu halten? Gleiches Paradoxon. Würdest du zurückreisen und mich zum Beispiel K.O. schlagen, dann würde dieses Gespräch gerade nicht stattgefunden haben und hättest keinen Grund zurückzureisen, um mich K.O. zu schlagen. Und wenn ich dich einfach jetzt gleich K.O. schlage? Die Vergangenheit würde sich nicht ändern. Aber die Gegenwart würde dadurch angenehmer. Bist du wegen irgendwas verärgert? Wie kommst du nur auf sowas? Tja, ich habe da verschiedene Anhaltspunkte. Erstens die Uhrzeit, dann wirkst du insgesamt sehr energielos. Dann diese Reizbarkeit. Ja, ich bin verärgert. Oh. Für gewöhnlich bemerke ich solche Dinge gar nicht. Ich hab's drauf. Ja, du hast es drauf. Oh, warte mal. Wolltest du vielleicht über deinen Kummer reden? Keine Ahnung, mag sein. Wow, heute Abend laufe ich auf Hochtouren. Es ist so, Mädchen wie Penny stehen einfach nicht auf Typen mit Zeitmaschinen. Das sehe ich anders. Du warst schon lange vor dem Erwerb der Zeitmaschine unfähig, Penny erfolgreich zu umwerben. Dein Versagen liegt allein an dir. Du bist ein echter Freund. Und außerdem sind deine Prämissen falsch. Im Film erobert Rod Taylor Yvette Mimieux mit Hilfe dieser Zeitmaschine. In Zurück in die Zukunft bekam Marty McFly die Möglichkeit, seine mega attraktive junge Mutter abzuschleppen. Das sind Filme. Natürlich sind das Filme. Erwartest du von mir ein Beispiel mit einer tatsächlich funktionierenden Zeitmaschine? Das ist absurd. Macht schon, Jungs, schiebt! Wenn ich noch stärker schiebe, bringe ich gleich meinen Dickdarm zur Welt. Oh, hey Jungs. Hi. Oh. Kurzes Päuschen. Was macht ihr da? Ach, wir transportieren da nur eine Zeitmaschine. Ah ja, sehr nett, aber ich muss jetzt zur Arbeit gehen, also... Kein Problem. Aber was ist mit deiner Zeitmaschine? Spielzeuge sind nicht das Wichtigste auf Erden. Oh, ich habe Angst. Musst du nicht, Baby, ich halte dich. Oh, Lennart. Trotzdem bin ich dran. Was tust du da? Hm? Ich verpacke meine Sammlung und werde sie dann unten im Comicladen verkaufen. Das geht doch auch anders. Wenn du Geld brauchst, kannst du Blut spenden. Und dein Sperma. Es geht nicht ums Geld. Hier kommt das Essen. Lachs und Bagels, das Frühstück für Zeitreisende. Wie schön. Kauft einer meinen Anteil an der Zeitmaschine? Wieso? Ich will sie nicht mehr. Wieso nicht? Aus persönlichen Gründen. Mein neuer Spürsinn sagt mir, das liegt bestimmt an Penny. Hey, wollt ihr sie nun haben oder nicht? Ich gebe dir $100, dann gehört mir die Hälfte und wir stellen sie auf meinen Balkon. Vergiss deinen Balkon, ich gebe die 120 und sie kommt in meine Garage. Ich habe 200 für meinen Anteil bezahlt. Das weiß doch jeder. Eine Zeitmaschine verliert die Hälfte des Wertes, wenn sie mal in Betrieb war. Ich biete 200 und die Zeitmaschine bleibt, wo sie ist. 300 und noch meinen Original 79er Millennium Falcon mit echten Lichtgeschwindigkeit und Soundeffekten. Nein, kein Spielzeug mehr oder Actionfiguren oder Requisiten oder Modelle oder Kostüme oder Roboter oder Darth Vader Sprachverzerrer. Das wird alles rausfliegen. Das geht nicht nach dem, was du hier erschaffen hast. Eine Art Nerdwana. Was viel wichtiger ist, du hast einen Darth Vader Sprachversetzer? Nicht mehr lange.
Oh, ich nehme den Golden Age Flash. Halt, 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 den brauche ich für die Vervollständigung meiner Gerechtigkeit. Den habe ich mir schon reserviert. Reservieren gibt's nicht. Ach nein, dann seh mal bei Wikipedia nach. Es gibt keine Reservierungen im Bieterkrieg. Das ist kein Bieterkrieg. Ich verkaufe alles an Larry unten im Comicladen. Wieso an Larry? Hat er reserviert? Schluss mit Reservieren! Er zahlt mir einen guten Preis für die ganze Sammlung. Wie viel? Ich biete das Gleiche. Ich biete das Gleiche plus 1000 Rupien. Wie ist der Wechselkurs? Nicht dein Problem. Jetzt oder nie? Mach mein Bar Mitzvah-Konto. Wie viel ist da drauf? Danke. Ich hätte 2600 Dollar und zwei Bäume in Israel. Vergesst es, Leute. Wenn ich an einen von euch verkaufe, sind die anderen beiden wütend auf mich. Wen interessiert, solange du an mich verkaufst? Okay, Leonard, stell den Karton ab, reden wir. Nein, Raj, mein Entschluss steht fest. Nein, das kann ich nicht zulassen. Sheldon, geh mir aus dem Weg. Ich lasse keinen vorbei. Okay. Ich wollte das zwar vermeiden, aber ich habe hier aus der limitierten Auflage der Figuren von Star Trek The Next Generation Geordi LaForge ohne sein Visor unversehrt und noch original verpackt. Wenn ihr mir nicht aus dem Weg geht, dann mache ich sie auf. Okay, Mann, bleib cool. Wir sind deine Freunde. Was ist denn hier schon wieder los? Du Heuchlerin! Was? Fräulein, Erwachsene spielen nicht mit Spielzeug. Wenn ich jetzt in diese Wohnung ginge, fände ich da etwa keine Beanie Babies? Sammelst du vielleicht keine Glücksbärchis und My Little Ponies? Und wer ist diese kleine japanische Katze, die sich da auf deinen Shorts regelt? Hallo, Hello Kitty! Okay, okay, also wenn das was mit gestern zu tun hat, Leonard, ich bedauere echt sehr, was ich gesagt habe. Ich war einfach wütend. Nein, das hatte ich verdient. Nein, gar nicht wahr. Du bist ein echt netter Kerl. Und es sind die Dinge, die du liebst, die dich zu dem machen, was du bist. Dann bin ich wohl ein Atombusen. Es wird dennoch langsam Zeit, das Zeug rauszuschmeißen und, naja, mein Leben zu leben. Wirklich? Ja. Oh, wow, finde ich gut. Danke. Wie wär's, wenn wir nachher... Darf ich mal? Hey, Penny. Hey, Mike. Können wir los? Ja, ich zieh mich nur schnell um. Dabei helfe ich dir. Lass mich. Bis dann, Jungs. Ich bin dran auf der Zeitmaschine. Es hat wirklich funktioniert. Sie haben mich für verrückt erklärt, aber es hat funktioniert. Oh nein, keine Morlocks! Keine fleischfressenden Morlocks! Sheldon? Alles in Ordnung? Wir müssen uns von der Zeitmaschine trennen. Sie ist etwas zu groß fürs Wohnzimmer, oder? Ja, das ist das Problem. Sie ist zu groß. Gut, dass wir uns einig sind. Hier sind ein paar Typen, die sie für uns wegbringen. Kommt rein, Leute! Oh nein! Morlocks! Frisst ihn! Frisst ihn! Frisst ihn! Leonard! Andererseits sind ein paar Physiker sehr in Sorge, dass der Teilchenbeschleuniger, falls er funktioniert, ein schwarzes Loch hervorruft und das Leben in seiner jetzigen Form endet. Mann, das sind doch nur bei Geldbremser. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Hey, sieh einer an. Das Institut für Pharmaforschung sucht offenbar Freiwillige.
Wir testen eine Medikation gegen soziale Ängste, Panikattacken, Agoraphobie und obsessive Zwangsstörungen. Warum suchen Sie die Testpersonen hier? Keine Ahnung, Raj. Vielleicht war im Comicladen am schwarzen Brett nichts mehr frei. Was ist denn los? Shh, heißes Gerät in Sheldons Büro. In Sheldons Büro? Und dann noch das hier. Hat die sich verlaufen? Sieht nicht so aus. Ich bin ihr vom Parkplatz nachgegangen. Vielleicht ist sie seine Anwältin. Mit ihr würde ich gern mal das Corpus Delicti bearbeiten. Howard. Ich weiß, ich bin ein Chauvi und muss bestraft werden. Von ihr. Oh, jetzt war ich schon wieder unartig. Das war's dann wohl. Danke, dass du gekommen bist. Hallo? Oh, hallo, mein Alter. Mein Alter? Entschuldige die Verspätung. Ich arbeite an so einem Projekt und muss vielleicht bald mit dem Space Shuttle hoch. Wieso Verspätung? Ich wusste nicht, dass wir verabredet sind. Da sich sonst nie jemand mit mir verabredet, aber ist ja auch egal. Peng! Howard Wolowitz. Hi. Sheldon, willst du uns denn nicht vorstellen? Oh, ja, klar. Das ist Missy. Missy, das sind Leonard, Rajesh und Howard kennst du ja schon. Schön, euch kennenzulernen. Finde ich auch. Du duftest herrlich. Stimmt. Woher kennt ihr zwei euch denn eigentlich? Oh, der liebe Sheldon hat seinen Kopf 9 Monate lang zwischen meinen Beinen gehabt. Er hat bitte was? Sie ist meine Zwillingsschwester. Sie hält sich für witzig. Aber ehrlich gesagt habe ich da meine Zweifel. Aber nur, weil du nicht das kleinste Gespür für Humor hast, Shelley. Wie ließe sich Humor denn messen? Das ginge doch nur mit einem Humormometer. Seht ihr? Also, ich finde dich jedenfalls sehr drollig. Oder wie die Franzosen sagen, très drôle. Okay, also wer war jetzt wer? Leonard und aha. Howard und es tut mir leid, dein Name war... Rajesh. Also, Missy, was führt dich aus Texas hierher? War es womöglich das Schicksal? Ja, es war Schicksal. Morgen heiratet eine Freundin von mir in Disneyland. Schicksal, dein Name ist Anaheim. Und ich habe auch ein paar Papiere für Sheldon wegen des Nachlasses unseres Dads. Wozu gibt es denn den Postweg? Mom wollte nur, dass du mich ausspionierst. Habe ich nicht recht? Ach so, deshalb bezeichnen sie dich als Genie. Sie nennen mich ein Genie, weil ich eins bin, Schwesterchen. Sag mal, ich wiege zurzeit 75 Kilo und dass meine Verdauung prächtig funktioniert. Viel Freude auf der Hochzeit, Wiedersehen. Halt, halt, stopp! Also, wenn die Hochzeit erst morgen ist, dann übernachte doch ruhig bei uns. Oh, das ist keine gute Idee. Sheldon hat nicht gern Besuch. Schon als er klein war, hat er seine imaginären Freunde abends nach Hause geschickt. Das waren keine Freunde, vielmehr imaginäre Kollegen. Sheldon hat sicher nichts dagegen. Wir haben genug Platz. Haben wir nicht? Hör mal, Shelley. Sie gehört zur Familie. Wen interessiert? Ich lade doch auch nicht deine Mutter ein. Es wäre schön, wenn ich nicht während der Rush-Hour nach Anaheim müsste, Shelley. Und nenn mich nie wieder Shelley. Dann wäre das ja geklärt. Du schläfst bei uns. Ich begleite dich zu deinem Wagen. Parkdeck C, Platz 12, ja? Was ist gerade passiert? Also jedenfalls waren wir 8 Jahre alt und Sheldon hat meinen kleinen Kinderbackofen in einen Hochleistungsbrennofen verwandelt. So kennen wir ihn. Irgendwo musste ich ja die Keramik-Halbleitersubstrate für meine Schaltkreise herstellen. Er hat eine Art bewaffneten Roboter konstruiert, damit ich ihn nicht nerve. Gezwungenermaßen, du wolltest ja auch andauernd in mein Zimmer. Jedenfalls wollte ich damals Schokomuffins backen. Da gab es einen Riesenknall und als nächstes waren meine Augenbrauen weg. Das ist ja wirklich nicht zu fassen. Deine Augenbrauen? Ja. Ich glänzte in der 2. Klasse mit selbst aufgemalten schiefen Augenbrauen. Och, jetzt verstehe ich das endlich. Ich dachte immer, du hättest wegen des Lehrstoffes so fragend geguckt. Hey, Leonard. Die lag unten im Trockner. Das ist doch deine Unterhose, oder? Das ist nicht meine.
eigenartig. Da ist doch dein Name drauf gestickt. Ach ja, ja, die ziehe ich nicht an. Die verwende ich, wenn ich meine Ausrüstung fürs Speerfischen poliere. Ich gehe Speerfischen. Wenn ich nicht mit der Armbrust jagen gehe, mache ich Speerfischen. Penny, das ist Sheldons Zwillingsschwester Missy. Missy, das ist unsere Nachbarin Penny. Hi. Hi, ihr seht euch ja gar nicht ähnlich. Ja, und dafür ein Halleluja. Zweieiige Zwillinge sind aus zwei Eiern, wie der Name sagt. Wir sind ordinäre Geschwister. Halleluja. Hey, wisst ihr was? Ich bin als Testperson für ein Wundermittel erwählt worden, das gegen krankhafte Schüchternheit helfen soll. Wie schön für dich, Rat. Ja, ich bin sehr zuversichtlich. Hallo, Missy. Sie haben was von Nebenwirkungen gesagt. Also, Missy, hast du schon mal einen Mann getroffen, der aus dem exotischen Subkontinent Indien kommt? Ja, unseren Dr. Patel aus der Kirche. Ah, ja, Patel, guter Mann. Fährst du gern Motorrad? Ich hab eine Harley. Eine Harley? Du hast einen Zweizylinder-Roller mit Kopf vorne dran. Man darf ihn trotzdem nicht ohne Helm fahren. Kennst du eigentlich das Kama Sutra? Das Sexbuch? Das indische Sexbuch. Oh. Anders gesagt, falls du dich hier gefragt hast, wer das Buch der Liebe geschrieben hat, das waren wir. Hey, Sheldons Schwester ist wirklich süß. Ich hab sie nicht angestarrt. Das sagt ja auch keiner. Ich finde nur, sie ist süß. Hä? Mag sein, wenn man auf große Frauen steht. Und perfekte. Sheldon, wieso ignorierst du deine Schwester? Das betrifft nicht nur meine Schwester, vielmehr ignoriere ich euch alle. Ein paar Snacks? Oh mein Gott, Gürkchen und... Ein scharfer Dip aus Zwiebeln. Oh. Wir haben nicht sehr oft Besuch. Missy, trägst du gerne Pyjamas? Ich denke schon. Auch eine Erfindung von uns. Keine Ursache. In meinem Heimatland erfanden wir die Beschneidung. Keine Ursache. Missy, ich muss jetzt zur Pediküre. Willst du mitkommen? Gott, ja. Danke. Keine Ursache. Bis dann. Mach's gut. Bis später. Viel Spaß, Missy. Bis dann, Lennart. Ja, nein, bis dann, Penny. Okay, ihr zwei räumt jetzt das Feld. Warum denn ich? Du räumst das Feld, klar? Also bitte, das ist meine Wohnung und außerdem ist die Sheldons Schwester. Verzieh dich, du hast doch schon Penny. Jetzt red doch keinen Mist. In welchem Universum hab ich denn Penny? Dann kann ich sie haben, ja. Natürlich nicht. Entschuldigt mal, kann ich auch etwas einwerfen? Ich bestelle gerade Pizza online. Wollt ihr auch eine mit Pepperoni? Sheldon, kann ich dich kurz allein sprechen? Wenn es sein muss... Keine Sorge, ich bestell dir eine ohne Käse. Danke. Kein Ding, Laktoseintoleranz ist nichts, wofür man sich schämen muss. Ich bin ein toller Inder, Erfinder des Pyjamas. Hallo, und ich habe keine Vorhaut, Wahnsinn. Sheldon, dir ist doch wohl klar, dass deine Schwester eine sehr schöne und attraktive Frau ist. Sie hat die Figursymmetrie und den Körperfettanteil, den unser Kulturkreis für erstrebenswert hält. Zu erwähnen ist allerdings, dass in früheren Epochen dickere Frauen das Schönheitsideal symbolisierten, da ihre Fülle Wohlstand suggerierte. Sehr faszinierend, aber ich... Das ist nicht faszinierend, sondern nur erwähnenswert. Schön, dann nur erwähnenswert. Aber was mir missfällt, ist, dass Kutrapali und Wolowitz total hinter deiner Schwester her sind. Ach, das ist... Oh, okay. Ich will ja deine rhetorischen Fähigkeiten nicht kritisieren, aber wir wären schon viel weiter, wenn du diesen Gedanken an den Anfang gestellt hättest. Ja gut, aber damit wollte ich... Wir haben also einen völlig unnötigen Umweg eingeschlagen, um zu dieser These zu gelangen. Und wenn schon! Du wirst das sofort unterbinden müssen. Wieso? Weil sie deine Schwester ist. Das verstehe ich nicht. Ja gut, wir haben uns zwar eine Gebärmutter geteilt, aber seitdem gehen wir eigentlich ganz verschiedene Wege.
Okay, ich sag dir jetzt was. Seit dein Vater tot ist, trägst du doch die Verantwortung dafür, dass Missy in Kürze einen Partner findet, der auch richtig zu ihr passt. Da hast du natürlich recht. Wir haben ja dieselbe DNA. Ja, ja. Und es wäre immerhin möglich, wenn auch sehr unwahrscheinlich, dass zwischen ihren zarten Lenden das Potenzial für ein anderes Individuum schlummert, das so bedeutend ist wie ich. Du sagst es. Und du schuldest es auch dir selbst und der Nachwelt selbstverständlich, die genetische Integrität der zukünftigen Kinder deiner Schwester zu bewahren. Du hast recht. Wenn sich jemand an Missy ranmachen will, führt dieser Weg nur über mich. Oh Gott! Ich bin Shiva, der Zerstörer. Ich verdiene diese Frau. Ich warne dich, ich war der Judo-Champion im Mathe-Zeltlager. Schluss jetzt, hört auf mit diesen kindischen Albernheiten. Schluss jetzt, hört auf damit, habe ich gesagt. Ich werde das jetzt mal klarstellen. Keiner von euch ist gut genug für meine Schwester. Seit wann entscheidest du das denn? Er ist das Oberhaupt der Familie. Sein Wort ist nun mal Gesetz. Du kriegst sie aber auch nicht. Wie bitte? Nichts Persönliches. Ich möchte nur nicht, dass meine künftigen Neffen und Nichten gleich Blähungen bekommen, wenn sie mal Käsepizza essen. Das grinst du so dämlich, du Blödmann. Weiß ich auch nicht. Liegt wohl an diesen Pillen. Ich kann nicht aufhören. Da Leonard mir bewusst gemacht hat, wie hoch das genetische Risiko ist, müssen wir der Tatsache ins Auge sehen, dass keiner von euch der Richtige für Missy ist. Warte mal. Leonard hat dir den Unfug eingeredet? Wir alle machen mal einen Fehler, okay? Wenn du mich fragst, vermasselst du dir im Grunde eine Chance. Wie denn das? Es ist bekannt, dass genetische Vielfalt den besten Nachwuchs hervorbringt. Mach aus deiner Familienmilch eine Latte Macchiato. Im Prinzip hast du ja damit recht, aber ich muss dich wohl kaum daran erinnern, dass für dich experimentelle Pharmaka notwendig sind, damit du überhaupt mit dem anderen Geschlecht sprechen kannst. Du fokussierst dich viel zu sehr auf diese Pillen, Sheldon. Ist das, weil ich Jude bin? Ich verprügel meinen Rabbi mit einem Schweinekotelett, wenn mir das weiterhilft. Nein, das ist nun wirklich keine Frage der Religion. Ich ziehe dich deshalb nicht in Betracht, weil du ein Zwerg bist und du wohnst auch immer bei deiner Mutter. Shelley, deine Argumente sind nicht nachvollziehbar. Ach, meinst du? Hier, iss den Käse ohne zu furzen und du kannst mit meiner Schwester schlafen. Ja, tatsächlich. Hoppla. Shelley, kann ich dich mal kurz sprechen? Allein. Wieso wollen alle plötzlich nur noch allein mit mir reden? Sonst will nie jemand mit mir allein sein. Und? Wir alle machen mal einen Fehler, okay? Na schön. Ich frage gar nicht erst, wieso du mich für Käse feil bietest. Aber seit wann interessiert dich eigentlich mein Liebesleben? Also ehrlich gesagt hat mich das noch nie groß interessiert, aber es ist mir heute bewusst geworden, dass deine DNA ein hohes Potenzial hat. Was redest du da bloß? Ich erklär's dir mal. Weißt du, ich bin eine überlegene genetische Mutation, eine Verbesserung des derzeitig noch zweitklassigen Materials. Und zweitklassiges Material, das wäre was? Zum Beispiel du. Aber in dir schlummert vermutlich auch das Potenzial einer Kopie von mir, aber vielleicht größer, witziger und ohne Sommersprossen. Naja, so eine Art Sheldon 2.0, wenn du so willst. Ein Sheldon 2.0? Du sagst es. Also, ich möchte ja nicht ganz allein darüber entscheiden, mit wem du dich paarst, denn solltest du den Bewerber nicht leiden können, verringert das die Empfängnisbereitschaft. Das kannst du doch unmöglich ernst meinen. Doch natürlich, häufiger Koitus erhöht die Chancen einer erfolgreichen Befruchtung. Okay, Shelley. Setz dich. Weißt du, ich habe schon seit jeher damit zu kämpfen, dass mein Zwillingsbruder, wie Mom es ausdrückt, eines von Gottes besonderen Geschöpfen ist. Tja, ich fand immer, ich wäre wie ein Kuckucksvogel. So eine Art überlegene Kreatur, deren Ei aus Versehen in das falsche Nest gelegt wurde. Natürlich frisst der junge Kuckuck das ganze Futter allein und seine Geschwister sterben des Hungertodes. Dein Glück, dass ich die Metapher nie wörtlich nahm.
Ich wüsste auch noch eine mit Vogel. Jetzt hör mir mal zu. Wenn du tatsächlich sowas wie brüderliche Gefühle für mich hast, das wäre toll. Dann zeig sie mir. Aber wenn du mir vorschreiben willst, mit wem ich schlafen soll, dann wird es zwischen uns rundgehen, so wie damals, als wir noch klein waren. Weißt du nicht mehr? Ich wüsste auch noch was Besseres. Das wäre? Du spendest Eizellen. Die kommen umgehend in eine Kryobank. Ich suche den passenden Samenspender für deine Eier. Wir lassen sie befruchten und setzen sie dir wieder ein. So hat jeder was davon. Gute Neuigkeiten. Missy darf ausgehen, mit wem sie will. Wir müssen das jetzt klären. Finde ich auch. Sheldons Schwester hat sich bei Penny verkrochen, weil wir alle gleichzeitig auf sie los sind. Ach, sie verkriech sich doch nicht. Sie wollte bloß ihre Großmutter anrufen, die ist nämlich sehr krank. Und sie wäscht sich die Haare. Oh, du Armer, glaubst doch wirklich alles. Leg dich nicht mit mir an. Setz eine aufs Maul, dann los. Setz dich. Wenn wir uns schon wegen Missy fetzen, dann wenigstens richtig. Auf ehrenhafte Weise. Willst du noch mehr? Sieht nicht gut aus. Er geht zu Boden. 1, 2, 3, 4. Komm schon, steh auf! 6, 7, 8, 9, 10. Hallo! Ja! So was nennt sich natürliche Auslese. Ich weine um die Menschheit. Ich werde Missy gleich die gute Nachricht überbringen. Hey, Leonard. Oh, hi, Penny, wie geht's? Sagt dieser Mike, mit dem du aus warst, läuft da eigentlich noch was? Ich glaub schon, warum? Ach, nur so aus Neugier. Könnte ich mal kurz mit Missy sprechen? Aber sicher. Hi, Leonard, was gibt's? Naja, da du ja schon morgen wieder fährst, dachte ich, wir könnten heute essen gehen. Wie wär's? Das ist ja nett. Aber nein, danke. Oh, hast du andere Pläne, oder? Nein. Oh. Na gut, dann noch einen schönen Abend, ja? Danke, dir auch. Es gibt Dinge, die sind nicht vorhersehbar. Was willst du hier, Howard? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Tja, ich möchte mal kurz zu Missy. Missy! Hi, Howard. Der unglaubliche Howard. Magst du Zauberei? Ehrlich gesagt, nein. Dann führe ich dir gern einen Trick vor. Dies ist ein gewöhnlicher Gehstock. Tada! Ob ich mit dir ausgehen will? Nein. Okay. Ja, ich bin mir sicher. Nein, danke. Missy! Danke. Ganz lieb von... Lieb von... Lieb von... Oh, Schätzchen, lässt die Pillenwirkung schon nach? Oh. Hallo, Zuckerbärchen. Ich hab gehofft, dass du kommst. Ein Hund, der machte auch solche Laute. Wir haben ihn kastriert. Soll ich eigentlich Mom was von dir bestellen? Naja, es wird sie vielleicht interessieren, dass ich meine Forschung verlagert habe. Von der Boson-String-Theorie auf die heterotische String-Theorie. Ja, ich werde sie einfach grüßen.
Okay, also hat mich gefreut, dich wiederzusehen, auch wenn das mit meinen Testikeln nicht hätte sein müssen. Ich bitte dich, Shelley. Hör mal, ich bin verdammt stolz auf dich. Wirklich? Ja, ich prahle immer vor meinen Freunden mit meinem Bruder, dem Raketenwissenschaftler. Du sagst jedem, ich sei Raketenwissenschaftler? Oh ja. Ich bin theoretischer Physiker. Was ist der Unterschied? Was der Unterschied ist? Mach's gut, Shelley. Mein Gott! Sag doch gleich, ich kassiere die Straßenmaut an der Golden Gate Bridge! Raketenwissenschaftler, das ist demütigend. Okay, es reicht jetzt. Meine anderen Kolleginnen sind ziemlich genervt, Jungs. Oh, das ist doch nur Trestling. Es kombinieren die physische Kraft des Armdrückens mit den mentalen Fähigkeiten, die für Tetris einfach unabdingbar sind. Ja, das ist wunderbar, aber trotzdem soll ich euch sagen, dass ihr aufhören sollt. Hey, kommt schon. Kommt. Happy Birthday to you. Am besten hören wir wirklich auf. Das ist doch albern. Im Tetris bist du mir zwar etwas überlegen, deine Muskeln sind dafür aber verkümmert. Verkümmert? Wenn hier was verkümmert ist, dann wohl du. Okay, sagen wir Bad. Na, Lennart, Samstag ist dein großer Tag. Willst du hier deinen Geburtstagskäsekuchen? Käsekuchen geht nicht, der ist doch laktoseintolerant. Na, dann kriegt er Karottenkuchen. Ja, aber die Frischkäseglasur. Die kann er doch abkratzen. Vergesst mal den Kuchen. Woher weißt du, dass am Samstag mein Geburtstag ist? Ich hatte dir doch ein Horoskop erstellt. Ich wollte für euch alle eins machen, aber dann ließ Sheldon eine seiner Schimpftiraden los. Was du eine Schimpftirade nennst, war nur eine detailgetreue Zusammenfassung der Forschung von Bertram Fora, der 1948 bewiesen hat, und zwar in überzeugend ausgefeilten Experimenten, dass Astrologie pseudowissenschaftliches Blendwerk ist. Bla bla bla, typisch für Stier. Und wie ist es? Feierst du denn nun hier? Nein, ich denke nicht. Wieso nicht? Weil ich meinen Geburtstag nie feiere. Quatsch, klar feierst du. Es wurde bei uns zu Hause auch nie groß gefeiert. Meine Eltern brauchten zum Feiern einen besonderen Grund. Und aus dem Geburtskanal gepresst zu werden, zählte einfach bei ihnen nicht dazu. Das ist ja schrecklich. Nein, es beruht sogar auf einer vernünftigen Theorie. Seine Mutter schrieb eine Abhandlung darüber. Und wie war der Titel? Ich hasse meinen Sohn und deswegen kriegt er keinen Kuchen? Aber es hat einen positiven Effekt. Leonard wurde nämlich, wie ihr wisst, Experimentalphysiker. Aber wenn sie auch nie Weihnachten gefeiert hätten, wäre er noch besser geworden. Danke. Also, ich liebe Geburtstage. Mom weckte mich und hatte mein Lieblingsfrühstück zubereitet. Ich durfte die Geburtstagskrone tragen und mit all meinen Freunden Laserschwertkampf spielen. Ja, sowas finden doch alle Kinder toll. Ehrlich gesagt war das im letzten Jahr. Das heißt, du hast wirklich noch nie einen deiner Geburtstage gefeiert? Nein, aber das war okay. Ich meine, als ich klein war, dachte ich immer, womöglich überraschen meine Eltern mich mit einer Party, wie den einen Geburtstag. Ich kam damals von einer Cellostunde nach Hause und sah viele Autos vor dem Haus stehen und an der Tür hörte ich, wie Leute irgendwas flüsterten und es duftete himmlisch nach Schokokuchen und den mochte ich so. Und? Naja, an dem Tag war mein Großvater gestorben. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Es war so wie eine Geburtstagsfeier. Alle waren da, meine Cousins, und wir aßen Kuchen. Und so etwas Trauriges habe ich noch nie gehört. Meinst du? Na los, erzähl dir von deinem Schulabschlussball. Hm? Und sie sollen keine Erdnüsse reintun. Howard, das weiß inzwischen jedes Thai-Restaurant in der Stadt, mein Gott. Wenn sie mich kommen sehen, rufen sie, ah, der kein Erdnussjunge. Hallo, Penny. Leonard ist gerade gegangen. Ich weiß, ich will ja auch zu dir. Was willst du denn von mir? Unsere Interessen gehen in keiner Weise konform und auf Klatsch und Tratsch verzichte ich gern. Darf ich trotzdem rein? Na schön, auch wenn ich es nicht für vielversprechend halte. Okay, folgendes. Wie wäre es, wenn wir eine tolle Geburtstagsparty für Leonard schmeißen? Keine gute Idee. Leonard möchte unter Garantie keine tolle Party feiern. Wie war das mit der Party?
Er weiß nur nicht, dass er eine will, weil er noch nie eine hatte. Das wäre schon möglich, aber ich hatte auch noch nie einen flotten Dreier und trotzdem weiß ich, dass ich einen will. Der Unterschied ist folgender. Ich glaube, es ist möglich, dass Lennart tatsächlich eine Geburtstagsparty bekommt, bevor die Hölle zufriert. Schön, wenn ich einen Dreier habe, dann aber ohne dich. Aber das war doch nur ein Scherz. Kommst du mit einer Freundin? Diese Geburtstagsparty ist eine absonderliche Idee. Lennart hatte das Glück, ohne diesen Schrecken aufwachsen zu können. So ein Unsinn. Ach, ich musste Jahr für Jahr diese lustigen, dreieckigen Hüte tragen und dann wurde ich in die qualvoll stickige Hölle der Hüpfburgen gezwungen. Dort hat mir jemand die Augen verbunden und ich musste versuchen, die anderen Kinder zu fangen, während sich alle lustig machten über meine Orientierungslosigkeit. Hey, Schätzchen, ich verstehe gut, dass du da unter einer Art traumatischer Erinnerung leidest. Aber trotzdem machen wir für Lennart eine Geburtstagsparty. Ich glaube, ich sollte darauf hinweisen, wie zuwider mir diese laute Musik und von Alkohol verursachte Frivolität ist. Aber das ändert nichts daran, dass wir... Ich denke wirklich nicht, dass Lennart Wert auf eine... Okay, hör gut zu. Entweder hilfst du mir, eine Geburtstagsparty für ihn zu schmeißen, oder ich gehe in dein Zimmer und reiß deine original verschweißte Comicsammlung aus ihren wertvollen Folien. Und in jedes einzelne Heft zeichne ich dann ein süßes kleines Smiley rein. Alles klar? Das geht nicht. Wenn du Smileys in meine Comichefte malst, verlieren sie an Wert. Sheldon, verstehst du, was das Wort Erpressung bedeutet? Aber natürlich war... Oh. Also, ich finde, Lennart verdient wirklich eine Wahnsinns-Geburtstagsparty. Das ist nicht unser Klopfzeichen. Das hier ist unser Zeichen. Wen interessiert das bitte? Ein Geheimzeichen soll die Identität des Mitverschwörers verifizieren. Es ist sozusagen ein Signal, das nonverbal ist. Sind das Raj und Howard? Kann sein, ich muss das noch verifizieren. Lässt du uns endlich rein? Ihr könnt von Glück sagen, dass dies kein Kernreaktor ist. Und, was ist in dem schönen Paket? Ja, also Raj hat ihm aus der limitierten Edition von Dark Knight eine Plastik besorgt. Einen irre tollen Batman. Und ich habe ihm ein handsigniertes Exemplar von Feynmans Quantenfeldtheorie gekauft. Sehr schön. Ich habe ein Sweatshirt. Nicht schlecht, das braucht Lennart sicher, falls sie mal kalt ist. Sheldon, was hast du für ihn besorgt? Ich habe nichts für ihn besorgt. Wieso nicht? Frag nicht. Diese ganze Institution des etwas schenken müssen, ist doch vollkommen sinnlos. Zu spät. Wenn ich jetzt losgehe und besorge dir etwas für 50 Dollar, ist das sehr mühselig und aufwendig, weil ich lange darüber nachdenke, was du brauchst, während du es ja weißt. Da wäre es doch einfacher, wenn ich dir die 50 Dollar direkt aushändigen würde. Dann schenkst du mir wieder 50 zu meinem Geburtstag und so weiter. Eines Tages scheidet einer von uns dahin und der andere ist um 50 Dollar reicher. Ist es das tatsächlich wert? Ich hätte gesagt, frag nicht. Weißt du, Sheldon, ich finde, Freunde sollten einander ein Geschenk machen. Ich akzeptiere die Prämisse, die Folgerung lehne ich ab. Gut, sag ihm, es sei eine nicht optionale gesellschaftliche Konvention. Was? Sag's einfach. Es ist eine nicht optionale gesellschaftliche Konvention. Ah, naja, dann. Das klappt eigentlich meistens. Frage, wie komme ich an ein Geschenk für Lennart, bevor die Party losgeht? Ich kann nicht fahren und in der Nähe gibt es leider nur ein Thai-Restaurant und eine Tankstelle. Aber ich könnte womöglich auch Schrimps holen oder Rubbellose wären nicht schlecht. Nein, wir tun Folgendes. Ich fahre mit Sheldon einkaufen und du, Howard, hältst mir Lennart für 2 Stunden vom Hals. Kein Problem. Ja, und Raj, du schaffst die Sachen schon alle in Lennarts Wohnung. Was ist, wenn die Gäste schon kommen? Lenk sie ab. Und wenn es Frauen sind? Starr sie einfach peinlich berührt an, das kommt gut. Hey! Hey! Wie geht's denn so? Gut. Lust auf Kino? Das New Art zeigt die überarbeitete, total irre Endfassung von Blade Runner. Kenn ich. Nein, du kennst die 25 Jahre Jubiläumsfassung. Diese hier enthält 8 Sekunden bisher nie gezeigten Filmmaterials und die verändern die ganze Stimmung des Films. Ja, mag sein. Na, hör mal, hinterher ist eine Diskussion mit Harrison Fords Stunt-Double.
Geht nicht. Ich spiele Halo und bin in der Schlacht meines Lebens gegen einen Jungen in Kopenhagen. Er hat kein Immunsystem und hockt die ganze Zeit in seinem Plastikzelt und spielt nichts anderes als Halo. Na, dann spiel doch später mit ihm. Nein, er stirbt vielleicht vorher. Oh mein Gott, ich glaube, es riecht nach Gas. Nein, dann nicht. Die DVDs sind da drüben. Ja, aber DVD-Brenner sind irgendwo hier. Leonard könnte gut einen brauchen. Sheldon, ein Geschenk ist nichts, was jemand brauchen könnte. Es soll vor allem Freude machen. Etwas, das man sich nicht selber kauft. Du meinst sowas wie ein Sweatshirt? Weißt du, es ist ein Freizeit-Sweatshirt. Es hat ein hübsches geometrisches Muster. Ach, dann steht Geometrie jetzt für Freizeit? Okay. Wenn man seinen Freunden veranschaulichen will, dass man sie mag, dann muss man sich einfach Gedanken machen und die eigene Fantasie ankurbeln. Okay, alles klar. Also kein DVD-Brenner. Du sagst etwas, das er niemals kaufen würde. Etwas, das Spaß macht. Etwas wie ein Wireless 802N-Router. Mein Junge aus Kopenhagen, wie wär's mit einer Hans-Christian-Andersen-Handgranate? Oh, das hat bestimmt wehgetan. Komm schon, komm schon. Oh, ist der raffiniert. Was wird das? Oh, so nicht. Oh, das hat gesessen. Oh, oh. Oh, oh. Was ist passiert? Hier in dem Müsli-Riegel waren Erdnüsse. Oh mein Gott, wieso hast du den gegessen? Keine Ahnung, weil er da lag. Und wenn da eine Waffe gelegen hätte, hättest du dich erschossen? Jetzt! Und dann nimm doch was, ich muss in die Notaufnahme, schnell! Sofort? Nein, erst wenn meine Zunge so groß ist, dass sie mir die Luft abschnürt. Also gut, ich hole bloß schnell meine Schlüssel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Wäsche ist jetzt draußen aus dem Wäschekorb. Okay, Sheldon, dann sag mir den richtigen Code. Na, dann ist sie raus aus der Maschine. Ich rufe wieder an, wenn sie im Trockner ist. Okay, gehen wir. Was denkst du? Das da. Wegen der zwei zusätzlichen Ethernet-Ports? Klar. Leonard hat aber schon so einen mit 6 Anschlüssen. Okay, dann diesen hier. Wieso? Naja, weil der Mann auf dem Karton sich darüber freut. Penny, ich habe nicht vor, irgendwelchen Mist für Leonard zu kaufen. Ich will nicht, dass er dasselbe Geschenketrauma erleidet wie ich früher. Ich weiß, dass ich es bereuen werde, aber welches Trauma? Zu meinem 12. Geburtstag wünschte ich mir eine Titanzentrifuge zur, naja, zur Trennung von radioaktiven Isotopen. Natürlich, klar. Doch statt einer Titanzentrifuge bekam ich von meinen Eltern... Wow, das ist schwer. Sie schenkten mir ein Hightech-Mountainbike. Nein. Welcher Junge in dem Alter wünscht sich ein Mountainbike? Jeder, glaube ich. Wirklich? Klar. Okay, sollen wir das nehmen? Ja, warum nicht? Na gut, gehen wir. Verzeihen Sie, kennen Sie sich vielleicht mit diesem Zeug aus? Zufällig weiß ich alles über dieses Zeug. Sehr schön. Ich habe einen Pflanzengroßhandel und ich möchte den Computer, der am Vordereingang steht, mit zwei anderen in der Kühlhalle verbinden. Hier, nehmen Sie den. Den kaufen wir auch, weil der Mann sich so freut. Nein, 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 nein. Was Sie braucht, ist ein Reichweiten-Expander für ein Netzwerk zwischen gleichrangigen Stationen. Danke. Welche Festplatte ist besser? Firewire-Anschluss oder USB? Das kommt ganz auf den Bus an, den Sie haben. Ich fahre ein Chevy Cavalier. Oh Gott, oh Gott. Sheldon, lass uns gehen. Noch nicht, Penny, der Mann braucht mich. Sekunde, ich bin gleich bei Ihnen. Was für einen Computer haben Sie? Und bitte sagen Sie nicht einen weißen. Dr. Watson, bitte auf Station B. Dr. Watson, bitte. Verzeihung, bitte. Füllen Sie das aus und setzen Nein, hören Sie, wir organisieren für meinen Freund eine Geburtstagsparty und mir fiel die Aufgabe zu, ihn 2 Stunden lang abzulenken. Aha, füllen Sie das aus und setzen Sie Die einzige Chance, ihn aus der Wohnung zu locken, war, ihm vorzuspielen, ich hätte Erdnüsse gegessen, weil ich darauf allergisch reagiere. Oh, wenn das so ist, füllen Sie das aus und setzen Sie sich. Hören Sie, wäre es nicht möglich, dass Sie mir schnell ein Pflaster aufkleben, damit ich so tun kann, als hätte ich gerade eine Spritze bekommen und meinem Freund sagen Sie, ich muss noch kurz unter Beobachtung bleiben. Und das ist alles? Ja. Schön, dann verschwinden Sie.
Nein, Sie verstehen nicht. Doch, ich verstehe. Aber leider können wir hier absolut nichts gegen Blödheit unternehmen. Okay. Alles klar. Ich weiß, wie die Welt tickt. Ich nehme an, dann sollte ich Sie jetzt vielleicht einem Mann vorstellen, der Ihr Volk befreit hat. Wenn Sie mich schon bestechen wollen, müssen Sie mindestens das Fünffache drauflegen. Ansonsten verschwenden Sie Ihre Zeit. Hey, draußen war alles zugeparkt. Tut mir leid. Wie geht's dir? Mies, wirklich mies. Wirklich? Es sieht gar nicht aus, als wäre irgendwas geschwollen. Holen wir dir deine Pillen aus der Apotheke und ich fahr dich heim. Nein, das geht nicht. Wieso nicht? Weil... Meine Zunge! Wasser! Halt durch, ich komm gleich zurück! Penny, hör zu, ich habe ein Problem. Echt? Ich habe auch eins. Halt Leonard noch etwas länger hin. Nein, das kann ich nicht. Es geht nicht anders, sonst können wir die Überraschungsparty abhaken. Okay, dann solltest du vielleicht wissen, dass wir uns gerade im Krankenhaus befinden. Wieso? Was ist mit Leonard? Leonard geht's gut. Und mir auch. Danke der Nachfrage übrigens. Okay, spar dir deine Ironie. Halt ihn dort einfach noch eine Weile fest. Ich versuch's ja, aber was soll ich dann machen, wenn er gleich wieder nach Hause möchte? Okay, wie wär's damit? Ihr bleibt noch etwas dort und nachher auf der Party verkuppel ich dich mit einer meiner Freundinnen. Wehe, du spielst nur mit mir. Ich hätte eine, die mal dick war, kein Selbstvertrauen hat und ihrem Vater eins auswischen will, indem sie durch die Gegend vögelt und schon nach 2 Tequila bereits anfängt, ihre Hüllen fallen zu lassen. Dein Wille geschehe. Das mache ich nur für dich, mein Freund. Wie ich sehe, haben wir das leider nicht auf Lager. Aber wenn Sie wollen, bestelle ich es für Sie. Ja. Verzeihen Sie bitte. Sie arbeiten nicht hier. Ja, so wie offenbar die anderen Verkäufer alle. Sheldon, es wird Zeit, dass wir gehen. Wieso? Na, erstens müssen wir zu Leonards Geburtstagsparty. Und ich habe ihm gesagt, er soll dich rauswerfen. Viel Glück. Übrigens, ein 6-Jähriger kommt in ihr Computersystem. Geh weiter. 1234 ist kein sicheres Passwort. Verzeihung bitte, mein Freund hat einen Allergieanfall erlitten. Nein, das hat er nicht. Doch, das hat er. Hören Sie, Sir, wir sind hier sehr beschäftigt und ich... Oh nein, verdammt. Bitte helfen Sie mir. Ein Code 4, schnell eine Trage ab. Kommen Sie hier, schnell ein Notfall. Danke. Kommen Sie mit. Gut, die Krankenversorgung in diesem Land lässt oft zu wünschen übrig. Aber wenn Sie Angst vor einer Klage haben, testen Sie eben gleich alles. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Darmspiegelung wirklich notwendig war. Bevor du heute so angeschwollen bist, dachte ich allen Ernstes, ihr wollt mich aus der Wohnung locken, weil ihr eine Überraschungsparty für mich plant. Oh, richtig, du hast ja Geburtstag. Das hatte ich völlig vergessen. Tut mir leid, da habe ich dir ja einen schönen Geburtstag bereitet. Ja, jetzt ist es gelaufen. Es gibt eine Party, oder? Wäre möglich. Howard? Bist du böse? Wieso sollte ich böse sein? Du hast dein Leben riskiert und das nur wegen mir. Ja, für dich. Okay. Wir sind da. Meine erste Geburtstagsparty. I see your true colors and that's why I love you. Alter! Die meisten sind schon vor einer Stunde gegangen. Überraschung! Okay, Leonard, hier geht die Post ab, Alter, echt. Ich weiß nicht, wo du steckst, aber es ist total geil hier. Wir haben alle mächtig einen in der Krone und... Oh, die Kleine zieht gerade ihr T-Shirt aus. Das ist meine Freundin Karen. Oh Mann, die wollte ich Howard ja noch vorstellen. Na, willst du das etwa auch noch aufziehen? Tut mir irrsinnig leid, dass du nicht dabei warst. Ach, ist schon okay.
Happy Birthday trotzdem. Hey Penny, wann ist eigentlich dein Geburtstag? Walda Singe Sheldon. Nein, falsch. Walda Mingse Sheldon. Walda Mingse Sheldon. Was ist das? Das, was du gemacht hast. Ich nahm an, dass die Geste, wie in vielen Sprachen üblich, zum Satz dazugehört. Aber das tut sie nicht. Woher soll ich das bitte wissen? Als Lehrer ist es deine Pflicht, dein eigentümliches Verhalten nicht in den Lehrstoff einfließen zu lassen. Ich bin froh, dass du ausgerechnet Mandarin lernst. Wieso? Wenn du es beherrschst, kannst du 1 Milliarde anderer Menschen an meiner Stelle nerven. Hey! Me do Luisa! Du hast Leonard einen syphilitischen Esel genannt. Ich bitte um Verzeihung, Leonard. Ich bin nur so gut wie mein Lehrer. Wieso lernst du Chinesisch? Ich glaube, das Sichuan Palace gibt Huhn in Orangensoße als Huhn in Mandarinensoße aus und ich will sie damit konfrontieren. Vielleicht solltest du dich mal lieber fragen, was sie so als Huhn servieren. Ich muss mal euer Fenster benutzen. Oh, hey, ja, nein, klar. Hey, Dreckskerl, du hast dein iPod vergessen. Was ist denn los? Oh, das werde ich dir verraten. Dieser dumme, selbstverliebte Schweinehund schreibt über unser Sexleben in seinem Blog. Verpiss dich, du blöder, selbstverliebter Schweinehund! Danke. Okay, wo waren wir? Doch nicht jetzt. Ich muss einen Block finden. Penny, geht es dir gut? Bestens, Leonard. Geh einfach weg. Also, ich verstehe, dass so eine Trennung sehr schmerzhaft sein kann, wenn du also mit... Gute Besserung, bis dann! Sie will gerade nicht reden. Das ist keine Überraschung. Pennys emotionale Reaktionen entstammen dem primitiven Teil des Gehirns, der sich Amygdala nennt, während sich das Sprachvermögen im Neokortex befindet. Dieser ist der erstgenannten haushoch unterlegen, wodurch die Redewendung sprachlos sein wissenschaftlich untermauert wird. Vielleicht will sie auch einfach nur nicht reden. Ich habe einen iPod gefunden. Der ist absolut irreparabel. Was hast du damit vor? Was schon? Als kaum benutzt bei eBay verkaufen. Der gehörte Pennys Ex-Freund. Sie haben Schluss gemacht. Angeblich hat er intime Details über ihre körperliche Beziehung in seinem Blog gepostet, den ich aber nirgendwo finden kann. Wisst ihr was? Ich gehe rüber und versuche nochmal mit ihr zu reden. Gute Idee. Sei bei ihr. Halte sie. Ermuntere sie. Und vielleicht ergibt es sich ja, dass du sie befummeln kannst. Das mache ich natürlich nicht, Howard. Keine der mir bekannten gesellschaftlichen Geflogenheiten macht ein Eingreifen erforderlich. Was ist mit Jungfrau in Nöten? Ritterkodex aus dem 12. Jahrhundert, nicht gerade aktuell. Und außerdem gilt das nur für Ritter. Das ist doch egal, sie ist total aufgebracht, ich gehe rüber. Aber bitte setz dich erst auf deine Hände, um sie anzuwärmen. Ich bin ihr Freund. Ich habe nicht vor, von ihrer Verletzlichkeit zu profitieren. Wenn sie sich dir also in tiefster Verzweiflung hingeben und ich anflehen würde, sie zu nehmen, und zwar hier und jetzt, würdest du dich einfach umdrehen und wieder gehen? Ich sagte, ich bin ihr Freund, nicht ihr schwuler Freund. Hey, du hast zwar gesagt, du willst nicht reden, will aber... Will ich auch nicht. Entschuldige. Warte. Warte? War das ein Warte? Sag mir die Wahrheit. Bin ich einfach nur eine Idiotin, die sich die größten Loser aussucht? Nein, nein. Okay. Ich suche mir also die Guten aus und mache sie zu Losern. Natürlich nicht. Tja, eins davon muss es ja sein. Was ist es? Ich
Tut mir leid, was stand noch mal zur Auswahl? Ich dachte wirklich, Mike wäre anders. Ich dachte, er wäre sensibel und gebildet. Ich meine nicht wie du, sondern ganz normal, also nicht verrückt. Ja, schon klar. Und dann hat er diese grandiose Idee, mich zu demütigen, indem er in seinem Blog über mich schreibt, damit die ganze Welt es lesen kann. Der ist in Wirklichkeit gar nicht so leicht zu finden. Ach ja, tatsächlich? Tja, für meine Freunde bei der Arbeit und meine Schwester schon und meinen E-Mails nachzuurteilen für etliche Häftlinge im Staatsgefängnis von Michigan auch. Also, was genau hat dieser Kerl denn geschrieben? Nicht, dass mich die Einzelheiten deines Sexlebens interessieren. Ich dachte nur... Ach, vergiss es einfach. Nein, weißt du was? Lies es doch einfach, so wie jeder andere auch. Na zu. Oh Gott, ich fühle mich einfach nur verraten und ich schäme mich so. Ich krieche in ein Loch und komme nie wieder raus. Okay, naja, also weißt du, so schlimm ist es gar nicht. Er beschreibt einfach nur eine sehr liebevolle junge Frau, die ihre Liebe gern an außergewöhnlichen, öffentlichen Orten ausleben will. Oh Gott. Aufzüge, Parks, im Kino auch? Nur so aus Neugier, ist hier bei Subway die Rede von dem Sandwichladen oder der U-Bahn? Sandwichladen. Verstößt das nicht gegen die Hygienevorschriften? Nein, bei Subway haben wir nur rumgeknutscht. Ah, okay. Aber ich meine ja nur, dass du dich deswegen absolut nicht zu schämen brauchst. Wirklich? Denkst du, ich habe überreagiert? Vielleicht ein bisschen. Dazu neige ich. Ich reagiere zu heftig. Vielleicht sollte ich Mike um Verzeihung bitten. Nein, nein, nein. Das wäre nun wiederum unterreagiert. Er hat immerhin dein Recht auf Diskretion, was das Schlafzimmer anbelangt, verletzt. Und diesbezüglich noch den Fahrstuhl, den Park und eine Fastfood-Kette. Ja, du hast recht. Ich sollte einfach sagen, dass ich damit abgeschlossen habe. Ja, genau. Los, sag es. Aber ich habe dem Mann keine Chance gegeben, das zu erklären. Was gibt's da noch zu erklären? Es steht doch alles da. Das ist Verrat. Nein. Was du zuerst gesagt hast, stimmt. Dieser Mann liebt mich. Auf seine eigene, verschrobene Art hat er versucht, der Menschheit zu zeigen, was er fühlt. Das habe ich, glaube ich, so nicht gesagt. Nein, du hast was Besseres getan. Du hast mir geholfen, es selbst zu erkennen. Schön für mich. Wohin gehst du? Ich gehe rüber zu Mike. Lennart, danke vielmals. Gern geschehen. Tja, vielleicht bin ich doch ihr schwuler Freund. Howard, ich brauche wohl noch eine Mandarinstunde. Offensichtlich konnte ich diesen Leuten meinen Standpunkt nicht klar machen. Um Gottes Willen, Sheldon, wenn du Huhn in Mandarinensauce nicht magst, dann bestell es doch einfach nicht. Ich will ja das Hühnchen in Mandarinensauce, ich kriege es nur einfach nicht. Können wir bitte das Thema wechseln? Klar, erzähl uns noch mal, wie du Penny wieder mit ihrem Ex zusammengebracht hast. Jetzt würfle endlich. Von Warlocks versklavt, bleib stehen, bis du 2, 4 oder 6 würfelst. Sie war wütend auf den Mann. Sie war fertig mit ihm, es war aus und vorbei. Und dank mir sind sie jetzt wieder glücklich vereint. Mann, diese Geschichte wird besser, je öfter man sie hört. Also ich fand ja die ersten 2 Versionen erheblich ansprechender. Anfangs hatte ich Mitgefühl mit der Rolle dieses Lennarts, jetzt finde ich ihn nur noch weinerlich und nervig. Ist dein Mandarinsoßenhühnchen? Das würde ich ja gern, wenn ich es doch nur auch gekriegt hätte. Ich danke dir vielmals für deinen saudämlichen Rat. Unglaublich. Du baust sogar beim Mistbauen Mist. Ich bin's. Entschuldige, dass ich dich angeschrien habe. Es war nicht deine Schuld. Was ist passiert? Naja, ich war bei Mike, um mich mit ihm zu versöhnen. Ja, der Teil ist mir bekannt. Aber er hatte mich schon ersetzt. Na, das ging aber schnell. Genau das habe ich zu der Frau gesagt, die ihre Beine um seinen Hals gewickelt hatte. Oh, Penny, das tut mir echt leid. Wie konnte er das denn nur tun? Ja, du hast dein 80 GB iPod rausgeworfen. Ja genau, wie konnte er nur? Ich schwöre bei Gott, mit solchen Typen bin ich fertig. Ja, diese Machos mit den perfekten Körpern, den Haaren und dem Geld. Das wird sicher schnell langweilig.
Weißt du, nur einmal möchte ich mit jemandem ausgehen, der nett und anständig ist und dem ich wirklich etwas bedeute. Wie wär's mit mir? Was soll mit dir sein? Wie wär's, wenn du mit mir ausgehen würdest? Ist das eine Einladung? Ja, ich will mit dir ausgehen. Wow. Ich meine ja nur, weil du das mit dem netten Typen gesagt hast. Ja, schon klar, habe ich verstanden. Der anständig ist. Ja, ganz genau. Aber das ist nichts Besonderes. Ja. Ja, was? Ja, ich werde mit dir ausgehen. Wirklich? Ja. Wieso nicht? Ich meine, was habe ich schon zu verlieren? Ja. Super Einstellung. Zeig mir deine Zitrusschalen. Gebo ga nio jinbi. Zeig mir deine Zitrusschalen. Gebo ga nio jinbi. Zeig mir. Schalen? Hey, ja, Swazi Wolle. Tut mir leid. Kurze Frage. Hast du mal eine Sekunde? Eine Sekunde kann man nicht einfach rüberreichen. Ich möchte mich nur mit dir unterhalten. Es geht um Lennart. Wieso mit mir? Frag doch Kutrapalli oder Wolowitz. Raj kann nur mit mir reden, wenn er betrunken ist. Und Wolowitz ist, naja, widerlich. Ja, ich nehme an, du hast recht. Immerhin kennst du Lennart von euch am besten. Nicht zwangsläufig. Ich bin oft selbst überrascht, wie wenig ich doch über Lennart weiß. Erst neulich fand ich heraus, dass er nicht nur einen Lufferschwamm besitzt, sondern ihn auch noch versteckt. Warum schämt sich ein Mann für den Besitz eines Lufferschwammes? Ich persönlich entledige mich meiner Epithelzellen lieber auf natürliche Weise, aber ich verurteile niemanden, der diesen Vorgang zu beschleunigen versucht. Und bis vor kurzem hatte ich keine Ahnung, dass er trotz einer Laktoseintoleranz kleine Mengen von fettfreiem Speiseeis verträgt, ohne dabei ein giftiges Gas zu produzieren, das in der richtigen Konzentration waffenfähig wäre. Lennart kommt vielleicht gleich nach Hause. Können wir bei mir reden? Wir sind noch nicht fertig? Nein. Ach, was soll's. Jetzt ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Okay, also die Sache ist die. Du weißt ja sicher, dass Lennart mit mir ausgehen will. Also, gesagt hat er eigentlich nichts, aber als er in die Wohnung zurückkam, begann er zu tanzen, als wäre er eins der glücklichen Flusspferde aus Phantasia. Oh, das ist süß. Na, jedenfalls wollte ich mit dir über Folgendes reden. Du weißt schon, seit ich mit Lennart befreundet bin, war ich... Setz dich doch. Oh, ich wünschte, es wäre so einfach. Da ich nämlich nicht sehr viel Zeit hier verbringe, habe ich noch keinen idealen Sitzplatz für mich ausgewählt. Dann tu das jetzt. Tja, es gibt eine Vielzahl an Optionen und... Meine Informationen über die Dichte der Polster, das Luftströmungsprofil und die Streuung des Sonnenlichtes sind für eine fundierte Entscheidung nicht ausreichend. Setz dich irgendwo hin und wenn es dir da nicht gefällt, setzt du dich das nächste Mal woanders hin. Nein, nein, das ist verrückt. Fang ruhig an zu reden, während ich nach einer Lösung suche. Okay. Also es geht darum, ich weiß schon seit einer ganzen Weile, dass Lennart vielleicht ein klein wenig für mich schwärmt. Ein klein wenig nur? Ja, wahrscheinlich ungefähr so, wie Menelaos für Helena von Troja ein klein wenig geschwärmt hat. Na gut, ich kenne die beiden zwar nicht, Menelaos, aber ich... war der Bruder von Agamemnon. Ja, ist egal, hör zu. Der springende Punkt ist, dass Lennart nicht gerade zu denen gehört, mit denen ich je ausgehen würde. Lennart gehört nicht zu denen, mit denen irgendjemand je ausgehen würde. Wärst du bereit, die Couch um 30 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen? Nein, damit will ich sagen, dass Lennart vielleicht auf eine erfreuliche Art anders ist. Mein bisheriges Auswahlverfahren hat ja wohl nicht so gut funktioniert. Das wird Kutrapalli ganz anders sehen. Er hat jetzt einen iPod. Oh, wie grell. Aber andererseits setze ich eine wirklich gute Freundschaft aufs Spiel, wenn es mit Lennart nicht hinhaut. Er wird doch nicht auf eine flüchtige Affäre aus sein. Er gehört zu denen, die sich über Lichtjahre binden, um es mit deinen Worten zu sagen. Das würde ich nicht sagen. Niemand würde das sagen. In Lichtjahren wird die Entfernung gemessen, nicht die Zeit. Danke für die Aufklärung. Es zieht.
Da hört jemand das Wort Ja und denkt gleich an Zeitdauer. Du würdest Liebeskummer ja höchstwahrscheinlich auch nicht in Kilohertz messen. Genau, danke. Den Fehler machen viele. Das ist heute nicht mein erster gewesen. Okay. Ich denke, das wird mein Platz. Sheldon, hast du irgendetwas zu sagen, was irgendetwas mit dem zu tun hat, worüber ich gerade spreche? Mal sehen. Betrachten wir doch mal Schrödingers Katze. Schrödinger? Ist das die Frau in 2a? Nein, das ist Mrs. Grossinger. Und sie hat keine Katze, sondern einen mexikanischen Nackthund, nerviges Biest. Sheldon! Entschuldige, du hast mich abgelenkt. Wie auch immer. 1935 hat Erwin Schrödinger, bei dem Versuch, die Kopenhagener Deutung der Quantenphysik zu erklären, ein Experiment vorgeschlagen, bei dem eine Katze in eine Kiste gesperrt wird, zusammen mit einer versiegelten Giftampulle, die irgendwann zerbrechen würde. Gut, da niemand weiß, wann oder ob das Gift freigesetzt wurde, bevor die Kiste geöffnet wird, kann die Katze gleichzeitig als beides angesehen werden, lebendig und tot. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Natürlich nicht, dazu komme ich doch erst noch. Du müsstest schon hell sehen können und das ist ausgeschlossen. Was willst du mir sagen? Genau wie bei Schrödingers Katze kann deine mögliche Beziehung mit Leonard gerade jetzt als beides angesehen werden, als gut und ebenso als schlecht. Erst durch das Öffnen der Kiste wirst du herausfinden, was zutrifft. Okay, du willst also sagen, ich sollte mit Leonard ausgehen? Nein, 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 nein! Also nochmal von vorne, 1935 hat Erwin Schrödinger. Da sind zwei frei. Zhongzhu Shahui? Sheshe. Sheldon, ich habe wohl einen Fehler gemacht. Ja, das sehe ich. Wenn du keinen Marathon laufen willst, war die Entscheidung für die Beilage und die Kartoffeln bezogen auf den Stärkegehalt redundant. Nein, ich spreche von Penny. Ein Fehler bezüglich Penny. Okay, begrenze die Auswahl. Ich denke, ich kann heute Abend nicht mit dir ausgehen. Dann lass es. Jemand anderer würde fragen, wieso nicht? Jemand anderen interessiert es vielleicht. Ich werde es dir trotzdem sagen. Das habe ich befürchtet. Da ich nun tatsächlich vorhabe, mit Penny auszugehen, empfinde ich keine Vorfreude, sondern Übelkeit. Ah, dann hast du doch die richtige Wahl getroffen. Stärke absorbiert Flüssigkeit, was die zur Verfügung stehende Menge an zu Erbrechendem reduziert. Ja. Außerdem hast du einen weit verbreiteten lexikalischen Fehler gemacht. Du sagtest Übelkeit statt Unwohlsein. Aber red weiter. Sheldon, dieses Date ist vermutlich meine einzige Chance bei Penny. Was passiert, wenn ich Mist baue? Tja, wenn wir deine Prämisse und die höchst unwahrscheinliche Annahme, dass Penny die einzige Frau auf der Welt für dich ist, als wahr annehmen, dann wäre die logische Konsequenz aus dem Mistbauen, dass du als einsamer, verbitterter alter Mann ohne Nachkommen sterben würdest. Dabei denke ich an zahllose Bilder von bösen Leuchtturmwärtern aus den Scooby-Doo-Comics. Das ist nicht hilfreich. Na gut, mit welcher Antwort könnte ich die baldige Beendigung dieses Gespräches erreichen? Sag mir, ob ich das Date durchziehen soll oder nicht. Schrödingers Katze. Wow, das ist brillant. Du klingst überrascht. Hozu zues walido. Hi. Hi. Komm doch rein. Danke. Du siehst sehr gut aus. Danke. Du auch. Ich habe für 8 Uhr etwas reserviert. Okay, ja, toll. Hör mal, vielleicht sollten wir uns erst mal unterhalten. Oh. Okay. Aber bevor du irgendwas sagst, hast du schon mal was von Schrödingers Katze gehört? Ich habe sogar schon viel zu viel von Schrödingers Katze gehört. Gut. Alles klar, die Katze lebt. Gehen wir essen. BT Zainar. BT. Sind ganz ein BT ho. Kaito, Kaito. Chibusha, Leo, Ding, Chow, Chow. Verrückter Mann, ruf die Polizei! No, Bobby Dage to Shuguan, BT Zainar! Man Jo, so Wo Chuang Shang, an Dor, man Jo! Ha!
Na ja.